Gutentag, Komma, Hierister, Der, Beste, Podcast, Der, Welt. Alles klar, Stefan. Oh, jetzt habe ich aber. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Recherchen und Archiv. Diesmal mit einer neuen Folge, die etwas näher an der 200 ist. Also nicht ganz so nah, wie wir schon mal waren, aber dennoch, sie gehört zu den neueren Folgen. Folge 160, geheimnisvolle Botschaften. Ja, wie kamen wir da drauf? Wie immer die Frage, ne? Wir kamen diesmal drauf, weil es einen Wunsch, eine Empfehlung von einer Hörerin von uns war, von der Katrin, Katrin nehme ich an, im echten Leben. Wahrscheinlich. Die gesagt hatte, zum einen irgendwie uns ein Lob dagelassen hat, was uns sehr freut, und sagte, sie wäre irgendwie selber späte Entdeckerin, 3 Fragezeichen, und hätte die Folge irgendwie besonders in Erinnerung, weil das wäre so eine von den Folgen, die könnte sie immer wieder neu hören und immer wieder neue Sachen dran entdecken. Hat sie gesagt, sie hat die 3 Fragezeichen spät entdeckt oder uns? Also die 3 Fragezeichen. Ich glaube, die 3 Fragezeichen für sich auch recht das spät. Das ist ja entdeckt. Nochmal eine spannende Info, wenn sie die Folge dann besonders gut findet, wo sie ja eine Späteinsteigerin ist. Also gar nicht diese Verbindung, die wir alle jetzt zu diesen frühen Folgen haben, sie ja gar nicht besitzt. Da frage ich mich ja oft, für die muss das ja was ganz anderes sein. Ja, und für mich auch irgendwie, also ich habe den Apfel ja schon gegessen, ne? Heißt also, das ist für uns ein Punkt, der überhaupt nicht erreichbar ist. Ist das eine offizielle Redewendung, Hanna? Ja, ich sicher. Hab den ab. Ja, klar, halt. Ich meine, du bist aus dem Paradies vertrieben, sozusagen. Ach so. Man kommt hinter diese Erfahrung nicht mehr zurück. Ah. Also ich sag das ja so. Ja. Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben. Oh. Und wirft lange Schatten. Ne? Wo ist die Peitsche? Genau. Auch kleine Bücher können große Weisheiten oder so. Ja. Genau. Gut, aber wir schweifen ab. Wir sind bei geheimnisvolle Botschaften. Folge 160. Möchte jemand den Klappentext vorlesen? Ich kann das durchaus tun. Der Raub eines alten, handgefertigten Buchs stellt die 3 Fragezeichen vor ein Rätsel. Denn im Haus von Professor Matthewson hat es weitaus wertvollere Beute gegeben. Kaum beginnen Justus, Peter und Bob zu ermitteln, stecken sie schon bis zum Hals in Schwierigkeiten. Ein geheimnisvoller Gegner ist ihnen stets einen Schritt voraus und schreckt vor nichts zurück. Ja. Schön. Ja, genau. Es wird, kann man so sagen. Ja, es wird angerissen, worum es geht. Das finde ich gut. Und es ist nicht wieder einer dieser Klappentexte, die schon alles verraten. Heißt, und es macht ja auch, es macht neugierig, ne? Ja. Dieser geheimnisvolle Gegner, der vor nichts zurückschreckt. Ja. Ja. Das stimmt. Es ist klassisch. Also nichts auszusetzen, verrät nicht zu viel, nicht zu wenig. Teaser. Ja, finde ich gut. Ne, also, worum es geht halt auch. Ne? Also ist jetzt nicht so ein total irreführender Klappentext, wie man ihn auch schon mal hat. Dass man sich denkt, so ja, okay, aber mit der Handlung hat das wenig zu tun. Ich habe lange gedacht, dass es irgendwas Gruseliges ist. Also so, ich habe ja immer oft nur das Cover und den Titel gesehen und habe das so rüberflogen und habe dann gedacht, oh, okay, das ist was Gruseliges oder ja, so. Ja, aber das erinnert halt auch stark an Botschaft von Geisterhand. Ja, auch genau, und damit verwechsel Cover ich her. Und da ist ja auch Jelena drin und ich hatte auch diese Parallele. Und man ist da erstmal so auf Grusel gepolt. Auch wegen des Covers, ne? Vielleicht können wir das mal kurz direkt noch genau, das ist ja auch schon so ein bisschen ähnlich. Da ist zwar nicht diese leuchtende Skeletthand oder was, ne? Von hier Botschaften von Geisterhand, aber es bleibt ziemlich düster und mysteriös. Ne? Ja, man sieht ein Buch mit einer Schrift, die nicht zu entziffern ist. Es ist ein sehr altes Buch, also man sieht auch, dass das wohl irgendwie Pergament sein soll.
Und es ist in so einem, ja, düster lila Hintergrund mit, und nach vorne hin wird es so ein bisschen grünlich leuchtend. Leicht fluoreszierend, Ja, genau, ne, würde ich richtig. sagen. Mit so einer dunklen Handsilhouette, die so in dieses Buch reingreift. Aber stimmt, das ist jetzt keine Totenkopfhand oder irgendwie sowas, ne, so skelettmäßig. Aber es sieht schon irgendwie, es hat schon so ein bisschen was von so einem Necronomicon oder so. Also Ja, es sieht, stimmt. ja. Klar, das Buch der Toten. Ja. Aber nur. Ich mag das total, das Cover. Ich finde das sehr schön. Ich finde auch sehr schön, dass das tatsächlich Schrift darstellt, die aber keine ist. Also es ist überhaupt nicht lesbar. Also, aber man sieht wirklich, dass das richtig Schrift ist. Ja, jetzt ist halt, ja, es ist ein schönes Cover, also kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, warum es mich nicht angesprochen hat. Wahrscheinlich, weil Botschaft von Geisterhand da eine große Ähnlichkeit für mich war und dass das eine Folge war, die mich nicht rausgerissen hat, Ich wirklich. hab die auch tatsächlich, ich habe die vorher noch nie gehört, ne? Ich auch, die Geheimnisvolle war auch so Botschaft. bei Ich hab, mir weg, ne? ja, So die ist bin ich irgendwie drüber gegangen. untergegangen zwischen anderen. Ich glaube, danach kommt irgendwie GPS-Gangster oder so. Nee, die blutenden Bilder kommen Ah, danach. okay. Und davor war Nacht der Tiger, auch zwei, wo ich nicht so richtig weiß, was das für Folgen Nee, ich sind. weiß auch nicht, als sie rausgekommen sind, womit ich da beschäftigt war. Ja, ich glaube, die blutenden Bilder habe ich mal angefangen. Aber Also, ja. ich hatte sie vorher schon mal gehört und ich bin unserer Hörerin da auch echt dankbar, dass sie die rausgesucht hat. Ich weiß nicht, wie ihr sie findet. Wir haben uns da jetzt vorher auch wirklich noch gar nicht drüber ausgetauscht, aber ich fand zumindest, dass hier die Motive von der Catherine irgendwie auch richtig waren, dass sie sagt, irgendwie klassische Motive, Schatzsuche, Diebstahl, Ich habe von den modernen Folgen eine, die auch noch so alte Elemente drin hat. Ich fand es ganz cool. Ich bin gespannt, Ja. was ihr Ja. dazu sagt. Es hat mich so ein bisschen erinnert an, also so vom Feeling her, so ein bisschen an gefährliche Erbschaft Ja, ich oder, meine, das wollte ich ja, sagen. Entschuldigung, da sind wir uns ja einig. Aber erst ab dem zweiten Teil des Ja, Buches. Und das ist genau. der Unterschied. Deswegen war ich skeptisch, als ich gehört habe, wir machen dieses Buch. Oder dieses Hörspiel. Da habe ich nämlich gesagt, oh nee, das ist das, wo einfach, wo es darum geht, dass die an diesem Pergament da rumfuschen, irgendwie so, ne? Und weil ich habe nur bis dahin gehört, Ja. eigentlich, weil ich dann immer eingepennt bin, ne? So. Und bis dahin auch der also Einbruch, was da kommt, das bei mir wirklich fängt dieses Buch erst an, seine Stärken auszuspielen, als sie dieses Rätsel entdecken und hinter Ja. dem Rätsel. Und da stimmt es, da erinnert Ja. es stark wirklich an gefährliche Erbschaft. Es ist ja das erste Buch von Christoph Dittert, ja. Genau. Und ich glaube, dass er da ganz bewusst ein paar Stellschrauben gedreht hat, dass er an die Klassiker ran wollte. Und das finde ich jetzt erstmal als Intention total lobenswert und was ihn wieder total ehrt in meinen Augen. Ich fand es auch cool. Er ist ja selber irgendwie studierter Germanist und Linguist. Und insofern, er hat sich wohl ja irgendwie auch in Das merkt seiner man. Abschlussarbeit, ne, mit Gesangbuchforschung irgendwie befasst. Und insofern ist das klar, dass er das irgendwie auch in die Geschichte hat einfließen lassen. Und da ich einige Semester Germanistik studiert habe, unter anderem Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, Kannst hatte ich du da sprechen? vielleicht auch noch, nein, Schade. Weiter so von der eine. Vogelweide. Ja, genau, du bist Min und so. Ich fand das cool, deswegen. Also mir hat das Spaß gemacht Ja. und ja, sollen wir rein? Ja, Ja. komm, wir springen mitten rein. Ja, würde ich auch sagen. Erste Szene. Justus wird fast abgefackelt. Von Udo Lindenberg. Ja. Genau. Aber dieses Geräusch am Anfang ist auch irgendwie schon so. Wo ich mir denke, so, was ist hier los? Ja. Und der Feuerspucker, um den es da ganz am Anfang geht, ist abgelenkt von so einer kleinen Süßen, Ja. die da vorne irgendwo steht. Mich ganz verrückt gemacht hat. Ne? Also, ich bin nicht so der Freund von so einem Einstieg, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, na bitte. Ne? Und wenn man jetzt weitergeht an den Imitationen, die noch in diesem Dings da vorkommen, das ist mein Kritikpunkt an diesem Hörspiel, dann steigt es schon echt, da bescheuert ein, ganz ehrlich so. Ja, ich hatte im ersten Moment auch so das Gefühl, so, oh Gott, ich glaube, ich muss das erstmal wieder ausmachen. Ja, aber das war dieser eine, also der hätte halt den Udo Lindenberg nicht so nachmachen müssen. Ansonsten, lustigerweise habe ich irgendwie ein, zwei Szenen weiter für mich hier so auch gestehen, dass es diese ersten 5 Minuten für mich als Start in die Story, als Exposition, um so eine Stimmung zu schaffen, echt gut funktionieren und die Dialoge total
pointiert sind eigentlich. Also ja, wir werden halt jetzt in diese Szene reingeworfen, Mittelaltermarkt, Handwerkermarkt, nicht zwingend das Gleiche, ne? Aber... Ja, ich denke, das ist der Sache geschuldet, dass sie natürlich auf der einen Seite muss irgendwie Feuerspucker muss irgendwie woher kommen, der kommt im Handwerkermarkt nicht. Auf der anderen Seite ist es ja ein Handwerk, das ja dieser Pergamentmacher da macht. Und das ist ja bei uns ähnlich, wenn du in Mittelaltermärkte gehst, dass das so, dass das so eine Vermischung ist. Ja. Ich möchte an der Stelle, muss ich das eine Zitat aus, von der Rocky Beach Com bringen, weil ich das einen Hammer fand, und zwar von Hundchentod, der nämlich gerade zu diesem Anfang geschrieben hat: Mich irritiert das mit dem alten Mittelaltermarkt immer etwas. Gibt es sowas in den USA überhaupt? Normalerweise ist derartiges doch schon geradezu prähistorisch für den Durchschnittsami. Ist das nicht auch ein bisschen so, als würde Castrop Rauxel ein Aztekenfestival veranstalten? Also habe ich mich kaputt gelacht, als ich mir die Kommentare nicht. Das musste ich jetzt nochmal kommentieren. Hundchentod oder Hanschentut, vielleicht auch so, ich weiß es nicht. Herzlichen Glückwunsch, das war wirklich, you made my day. Ja, ja gut, das ist halt so ein bisschen... Ich stelle mir gerade vor, das Aztekenfest in Castrop Rauxel. Ja, hat er recht. Ist eine durchaus angebrachte Frage. Naja, egal. auf jeden Fall steht eine süße Kleine, steht an irgendeinem Pergamentmacherstand und Justus ist total hin und weg von dem Stand. Ja, genau. Ja. Plötzlich hat er Pergament entdeckt. Ja. Und wusstet ihr das? Ich wusste es nämlich nicht, bevor ich nicht das Buch gelesen habe, dass Pergament Tierhaut ist. Nee. Pergamentpapier ist das, was wir glauben, aber das, was die hier haben, Pergament, das ist Tierhaut, die nicht gegerbt wurde. So, und was auch nochmal dafür spricht, dass sich der Christoph Dittert da einfach mit dem Thema wirklich sehr gut auskennt. Ja, so. Da war ich nämlich total baff. Das kommt im Buch halt raus. Das kommt tatsächlich im Hörspiel ja gar nicht raus. Da wird man ja noch richtig gebildet beim Lesen dieser Bücher. Krass. Ja, ich wusste es nicht. Ja, das sowieso. Also da finde ich... Ja. Ja. Ich hätte jetzt mehr so an Papyrus oder sowas gedacht. Ja. Ne? Was du meinst und was ich auch dachte, das ist Pergamentpapier. Okay. Pergament ist per se Tierhaut. Krass. War ich auch überrascht von. Okay. Ja, aber das macht es auch logisch, dass es wertvoll ist, ne? Ja, dass es wertvoller ist als ein ganzes Kloster, was ja Bob erwähnt. Oder? Ja, so Bücher, die dann, ja. Genau, weil das natürlich dann eine ganze Herde für draufgegangen ist. Ja, ja. So. Ja, mal ehrlich, ja? Ja. Hättest du sonst, keine Ahnung, Lederhosen und alles Mögliche draus machen können. Also sie begegnen das erste Mal Barbara. Und Barbara ist ja quasi die Jelena dieses Buches, würde ich nur mal sagen. Ne? Im Buch noch mehr übrigens als im Hörspiel, finde ich. Da ist sie um einiges tougher. Ich höre da die Carla von Scrubs. Also ich weiß nicht, Scrubs, habt ihr Scrubs gesehen? Ja, klar. Und die Schwester Carla, die ist für mich damit so fest verknüpft. Yeah. Ich kann niemand anders da sehen. Ich sehe die dann auch vor mir mit ihrem Schwesterndress und das macht es für mich echt schwierig. Und das macht es natürlich schwierig. Dann, ja. Ne? Ja. Nee, das hatte ich gar nicht. Also ich konnte die Stimme einfach so vollkommen unvoreingenommen nehmen. Ja. Also im Buch wird sie übrigens als Mauerblümchen beschrieben. Also als jemand, der auch wo schon öfter auch mal die Betonung drauf gehört, dass sie nicht so wahnsinnig gut aussieht und sich vor allem schlecht kleidet. Ja, so. Okay. Ja, aber der Feuerspucker war ja hin und weg. Ne? Ja, anscheinend. Ja, das passt nicht. Und ich finde, dann passt auch ihr Charakter dann nicht. Also sie ist ja schon sehr, sehr tough. Ne? Ja, das ist im Buch auch. Ja. So, da sind sie dann ein bisschen überrascht. Ja, also, aber der Peter ist auch deswegen ein bisschen von ihr abgeturnt, weil er sie nicht wirklich cool findet. Also weil er sie auch nicht hübsch findet. Also im Buch wird das nochmal deutlich so, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so auf Äußerlichkeiten da ist, aber ist halt immer so. Ob Peter jetzt so hübsch ist, aber egal. Ja, gut, aber sie begegnen ja auch erstmal quasi nicht Barbara, sondern Mr. Matthewson, dem Pergamentmacher, der da anfängt, das Verkaufsgespräch zu führen mit, ich gebe dir 10% und weil so. Weil du so pfiffig und, bist. Ja, so pfiffig weil, bist und, aber weil Justus ja auch direkt feststellt, dass man auch Köpfchen braucht, um so Pergament herzustellen. Ja, und habe ich den nicht gefühlt, so richtig. Ne? Ja, das ist ein ziemlich blöder Spruch. Ne? Ja. Warum braucht man ja einen Kopf für? Weil man sonst nichts sieht. Ja.
Das ist so ein Klugscheißer-Spruch, weil man natürlich für echtes Kunsthandwerk nicht nur Geschick, sondern auch Verstand braucht, aber bla. Ja, aber ich habe mir gedacht, vielleicht weiß ich auch einfach irgendwas nicht. Ja, dachte ich auch, aber im Buch ist es genau gleich. Okay. Da kommt keine Auflösung oder. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall soll er 10% Rabatt bekommen und es geht halt in dem Gespräch dann direkt darum, so hier, du Kleiner, du gefällst mir und du Kleine, du tust mir leid. Genau, deswegen kriegst du auch 10%. Genau, weil bei deinem Vater ist eingebrochen worden, so und so ein Einbruch, den steckt man ja nicht so ohne weiteres weg und deswegen kriegst du auch 10% Rabatt, weil sie ist nämlich eigentlich da, weil sie auf der Suche nach einem Ersatz ist für ihren Vater, weil ihm wohl irgendwie so ein Pergamentbuch entwendet worden ist bei dem Einbruch und sie möchte ihm wohl eine Freude machen und kauft ihm ein neues, obwohl das ziemlich teuer ist, auch mit 10% Preiserlass. Ja. Das sind wie teuer? Keine Ahnung. 100 Euro? Ich weiß es echt nicht. Also Geld spielt da ja auch wieder eine Rolle und auch keine, ne? Ja. In dem ganzen Hörspiel. Ja, also es ist so, dass natürlich Justus neugierig geweckt ist, als er hört Einbruch, ne? Und er lässt eigentlich nicht locker, bevor er der Barbara nicht ihre Karte aufs Auge drücken kann. Ja, das stimmt. Sie sagt ja auch noch so, ich möchte mich nicht einmischen, sagt Justus. Und sie so, du tust es aber trotzdem. Ja, das ist die total, ich finde die da echt cool. Ja, und Peter ist lustigerweise derjenige, der erstmal die Aufmerksamkeit wieder weglenkt von Diebstahl, sondern erst nochmal mehr wissen will über das Handwerk. Das heißt, der bleibt halt mit Mr. Matheson im Gespräch. Und Peter ist aber irgendwie immer derjenige, der die Fragen stellen muss, die der Hörer hören braucht. Mhm. Das ist irgendwie immer Peters Aufgabe. Ja, aber es ist halt so, wie ihr schon gesagt habt, es ist schon die große Kunst und das muss man schon sagen, auch wenn ich kein Fan dieser Szene bin, dass er damit natürlich alles so ins Rollen bringt. Der stiefelt in diesem Dialog gekonnt alles ein, alle Informationen fließen, da ist ein Buch geklaut worden. Mhm. Es ist super, wenn sie kommen zufällig dazu, ja, sie können dann Barbara überreden, sie mitzunehmen zu ihrem Vater, ja, weil es kostet ja nichts, ja, so wie sie feststellen konnten. Und es ist klar, und sie gehen los und gehen zu Professor Matheson, der Barbaras Vater ist, um bei dem quasi um die Erlaubnis zu bitten, ermitteln zu dürfen. Ja. Schön fand ich aber noch ganz kurz, wo sie sagte, so, als Peter dann sagt, nee, wir nehmen kein Geld, wo sie dann so ein bisschen keck sagt, ach, ich dachte, du wolltest mir 10% Rabatt anbieten. Ja, genau, also das war schon witzig. Ich also, denke, das ist einfach so geschliffene Dialoge da. Ja, das greift so schön ineinander. Ja. Ich finde das cool. Ja, und auch auf dem Weg zum Vater wird ja nochmal ganz so ein kleiner Infodump gegeben. Also dieses Buch, das gestohlen wurde, stammte auch vom Pergament mal, beziehungsweise von seinem Urgroßvater. Ja, so. Und es war aber selber nicht wertvoll, was Justus schon zur ersten Vermutung bringt, dass er sagt, aha, wenn das Buch nicht wertvoll war, dann war es wahrscheinlich der Inhalt, der wertvoll war. Und da fällt mir auch noch auf, ganz am Anfang, wo du halt sagtest, so diese Folge scheint so zweigeteilt zu sein. Das ist die auch musikalisch. Am Anfang ist die Musik noch sehr, ja, ich sag mal so offen. Offen jetzt geht's los, wir sind im Abenteuer, aber noch freundlich. Also wirklich eine sehr helle, freundliche Stimmung. Und das kippt ja nachher im Verlaufe des Hörspiels sehr. Also das finde ich die Musikauswahl auch echt gut getroffen. Ja, finde ich auch in der Folge. Ja, gut, wir sind bei Matheson, ne? Genau, ja, sie erfahren halt letztlich, genau, er ist halt Geschichtsprofessor, Spezialist europäisches Mittelalter und wird halt auch so als netter Mann charakterisiert, der halt nochmal so ein bisschen zusammenfasst, ne, dieses Papier, was mir da gestohlen wurde, das mag vielleicht 120 Jahre alt sein, das ist irgendwie kunstvoll gefertigt, aber eigentlich muss sich der Dieb da total verschätzt haben, ne, und die Polizei war entsprechend auch nicht wirklich interessiert und hilfreich. Und freut sich dann halt aber trotzdem, dass Barbara ihm da diesen Ersatz kauft, weil es einfach auch eine richtig schöne so eine süße Geste Szene. Ist. Ne? So eine süße Szene, wie er sich da freut. Dankeschön. Aber es ist so, er erwähnt ja schon, und das ist nochmal ganz wichtig, dass das Buch trotzdem das Zehnfache bestimmt wert ist von dem, was er bezahlt hat. Jetzt wissen wir nicht, was er bezahlt Euro. So, ja.
Ne? Also ist ja schon so Dollar. Dazwischen. Und da stellt Bob ja, finde ich, eine sehr gute Frage. Da muss ich nochmal sagen. Mhm. Der fragt, ob er am Anfang geglaubt habe, dass das Buch aus dem Mittelalter damit wertvoll sei. Mhm. Weil das könnte ja nämlich derselbe Irrtum, könnte ja auch dem Dieb passiert sein. Ja, klar. Und das finde ich eine sehr schlaue Frage. Ne? Mhm. Weil damit könnte man ausschließen oder sag ich mal auch vielleicht deduzieren, ob jetzt der Dieb vielleicht einfach doof war, ne, voll altes Pergamentbuch. Ne? Das glaube ich mal. So. Ja, ist es aber nicht. Also man sieht ihm das an, dass es nicht aus dem Mittelalter ist. Ja. Und ja, aber er möchte es zurück. Das ist ganz wichtig. Also das ist ihm, er hätte das schon gern zurück. Aber dann kommt ja Barbara, wie ihr schon erwähnt habt, und überrascht und sagt, guck mal, ich habe hier eins. Mhm. Als Ersatz. So. Ja gut, aber auf jeden Fall kriegen die drei Fragezeichen trotzdem den Auftrag. Die drei Ausrufezeichen. Ja, ja, also kleiner Gag am Rande, genau. Ja. Wer verweist. Und genau, dann geht es ja eigentlich schon so in diese klassische Szene, nochmal Details und so ein bisschen Befragung. Ne? Was war denn jetzt da eigentlich der Inhalt dieses Buches? Minnegesänge. Ne? Irgendwie, genau. Das ist aber auch jetzt nichts total Exklusives, sondern das gibt es in jedem Buchladen im Prinzip auch. Ne? Walter von der Vogelweide und so ein Quatsch. Ja. Ne? Das ist zum Beispiel im Buch, wird es auch nochmal zitiert, da steht auch drin, du bist Minn, ich bin Dinn. Das soll du gewesen sein. Du bist besloten in meinem Herzen. Verloren ist das Schlüsselin. Du musst auch immer darin sein. Das hört sich nach Minnesang an. Richtig, das ist Minnesang. Traumhaft. Ja. Schön. Hammer, oder? Die Tegernseer Texte. Ja, die sind da auch drin, wie gesagt. Also es ist laut des Vaters nichts Besonderes. Nichts, was man nicht in jedem x-beliebigen Deutschbuch nachlesen könnte, sozusagen. Muss da ja irgendwie mehr hinterstecken, ne? Weil wir ja auch in einem der Fragezeichenfall sind. Also, aber wer wusste denn, dass er dieses Buch besessen hat? Ich sagte, ja, Freunde, meine Tochter und ach ja doch, ich habe da letztens so ein Interview gegeben vor zwei Tagen. Jetzt doch irgendwie jeder wissen. Wo Bob dann auch auffällt, macht den verdächtigen Kreis jetzt erheblich größer. Man fragt sich auch, wie erwähnt man das in so einem Interview, wenn es jetzt nicht um dieses Buch geht. So, ach übrigens, was ich in dem Interview unbedingt noch unterbringen wollte, ich habe so ein tolles Pergamentbuch, das ist nicht besonders wertvoll. Aber, aber ist auch nichts Besonderes drin. Genau, das habe ich mich nämlich nachher auch noch gefragt, warum der gute Herr Jones überhaupt durch dieses Interview aufmerksam werden kann auf das Ganze. Weil wenn du einfach irgendwie so ein, also ich meine, als Experte so ein Buch kaufst, wo du sagst, das ist irgendwie ganz, ganz schön, aber auch jetzt keine Sensation, dann trittst du das ja eigentlich auch nicht in so einem Interview breit. Tja. Und legst damit eigentlich auch nicht die Fährte, aber da haben wir dann einen... Wir kennen das Interview nicht, vielleicht war da ein sehr guter Fragender am Werk. Ja, vielleicht haben wir da auch einen Logikfehler gefunden, den man jetzt behalten kann oder so. Aber es ist im Bereich des Möglichen. Man fragt sich halt, wie kommt das, aber es ist im Bereich des Möglichen. Ich finde auch nicht, dass das ein Logikfehler ist, weil so Fragestellungen, wo er dann kommt, ach ja, übrigens, da fällt mir ein, man kann auch schon mal neuere Bücher finden in der Art und Weise. Letztens im Übrigen noch auf dem Flohmarkt habe ich eins gefunden. Ja. Oder so, ne? Ja, aber er müsste ja dann schon auch irgendwas noch über den Inhalt sagen, weil das alleine macht ja erstmal keinen... Ja. Ne? Da stehen so Gedichte drin. Gedichte, die man so kennt. Gedichte, aber es ist spannend, Sebastian, weil im Prinzip ist die andere Frage, die du gerade nebenbei gestellt hast, die viel wichtigere, nämlich eigentlich die, oder noch eher ein Logikfehler, wie kommt der Jones denn... Das ist purer Zufall, dann, dass er auf dieses Interview stößt. Ja, genau. Ne? So. Ja, ja. Also das kommt ja nochmal hinzu. Nicht nur, dass der eine es erwähnt, was man vielleicht so als Marotte durchgehen könnte. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Zufällen. Ja, aber man muss immer als bei Romanen, wenn das so Deus Ex Machina ist, also so der Gott aus der Maschine, plötzlich kommt vom Himmel, dann ist immer was... aber auf der anderen Seite mag es wohl kein Zufall gewesen sein, dass Matthewson zum Zeitpunkt des Diebstahls verabredet gewesen ist, weil sein geschätzter Kollege Jones ihn um ein Treffen gebeten hat. Der auch Historiker dann ist, schätze ich mal. Ja. Ein Gelehrter. Ja, ja, komm, hör auf. So, So, und dann ist... Gut, ich meine, der Dieb ist durch die Hintertür gekommen. Kurzer Szenenapplaus für Gertrude Hintertür. Und dann...
Ich musste auch tatsächlich dran denken. Also. Ja, und dann ist es auch, dann ist auch im Prinzip eigentlich abgeschlossen, damit sie diese Spur haben. Und das ist vielleicht so ein bisschen schon das, wo ich sage, ganz schnell viel Info, ne? Mhm. Damit es in Fahrt kommen kann. Das Ganze so. Also es wird so abgeladen ein bisschen. Ja. Ja, wobei, ich hatte es fast befürchtet, dass wenn wir jetzt hier sitzen und anfangen, das so ein Stück weit zu sezieren oder so, weil ehrlicherweise ist mir das beim Hören, ist das alles für mich eher sehr, sehr angenehm aufgefallen. In einem guten Erzähltempo wird da wird Strecke gemacht, da wird Inhalt entwickelt, da kommen gute Szenen. Also für mich fühlte sich das auch bis hierhin erstmal alles ziemlich stimmig und gut an, muss ich sagen. Die haben ein besseres Erzähltempo als wir, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Es geht ja auch wirklich nicht darum, jetzt irgendwie jemand was Böses nachzuweisen. Aber ich bin halt für mich noch auf der Suche, warum mir der erste Teil nicht gefällt. Und das ist vielleicht so eine Sache, wo ich denke, okay, ist es jetzt einfach nur abgeladen? Es ist halt auch nicht, der Professor Matthewson ist halt auch nicht wahnsinnig spannend, ihm zuzuhören, finde ich so als Redner. So, aber klar, es mag angemessen sein. Sie sind auf jeden Fall jetzt, es ist auf jeden Fall schon mal ein Verdächtiger da. Und das ist ja in diesem, auch nochmal in diesem Roman was Spannendes, dass vieles schon klar ist, bevor wir überhaupt die Hälfte des Buches oder des Hörspiels erreichen. Und dann geht's nochmal los. Ja, genau, es geht halt nicht um die Frage wer, sondern es geht um Abenteuerfilme und großartige Schnitzeljagd und Wettlauf mit der Zeit und so ein schöner, solider Abenteuerfilm, wie damals in den 90ern oder sowas. Ja. Ne? Man wusste schon direkt, wer der Böse ist. Denn das wissen auch die drei Fragezeichen in der nächsten Szene eigentlich schon. Ja. Ne? Genau, denn Bob kommt in die Zentrale am nächsten Tag und ist total happy, weil er hat eigentlich den Fall gelöst. Ja. So. Ja. Er hat recherchiert und rausgefunden, dass der Mr. Jones wohl auch irgendwie schon mal verdächtigt worden ist wegen eines Einbruchs. Und zwar bei dem Pergamentmacher, den man irgendwie auf dem Flohmarkt da schon, Gebrauchtwarencenter, auf dem Handwerkermarkt schon mal kennenlernen durfte. Vor 15 Jahren. Und damit ist der Fall eigentlich schon relativ klar, dass er auf jeden Fall der Hauptverdächtige ist. Und natürlich, er ist auch gerade wohl in Rocky Beach im Excelsior, im teuersten Hotel, abgestiegen. Geil finde ich, wie Bob das rausgefunden hat. Der hat halt einfach dreist alle Hotels abtelefoniert, die es wohl gibt, und hat verlangt, Mr. Jones zu sprechen. Und im Excelsior ist er dann mit seiner plumpen Masche auf jeden Fall an einen Mitarbeiter gestoßen, der mit Datenschutzgrundverordnung nichts zu tun hat und auch direkt mal die Zimmernummer dabei mit rausgibt und noch gleichzeitig erzählt, dass er um 18 Uhr heute einen Tisch reserviert hat. Das heißt also, Ort und Zeit sind ja schon vollkommen klar, wo man zu sein hat, um was rauszufinden. Ja, dann denkt man immer, dass die besseren Hotels viel mehr Wert auf Diskretion legen. Ja, keine Ahnung, da kann ja jeder Hinz und Kunz anrufen. Ne? Also das wäre mir schon, also da würde ich sagen, nee, das will ich so nicht. Aber es ist ein nicer Kniff, finde ich, tatsächlich. Ja, von Bob. So eine solide Detektivarbeit. Ja. Das auch, und natürlich auch immer noch ein Stück Ruspe dabei, ne? Also das so durchzuziehen auch. Ja. Und es liegt eigentlich auf der Hand, dass es klar ist, ne? Der Jones hat beim Pergamentmacher eingebrochen, weil er damals schon dieses Buch haben wollte, hat dann über das Interview herausgefunden, aha, der hat es, hat sich dann mit ihm verabredet und ein Komplize oder eine Komplizin hat das dann währenddessen geklaut. Liegt eigentlich so auf der Hand. Wobei Justus, finde ich, sehr vorbildlich sagt, erstmal gilt die Unschuldsvermutung. Ja, da verdreht er die Augen, Ja, aber das ist doch Quatsch. Du weißt doch, worum es Justus geht. Der will, das ist, der will wir brauchen nicht, Beweise. Der, ja. Nee, ja. Nee. Der, nee, das ja, deswegen haben. Werden wir jetzt eine Straftat begehen. So, also das ist doch letztendlich der Justus, dem geht das zu schnell, der hat sein Adrenalin noch nicht verkocht. So, der will noch ein bisschen Beef an der Sache. Der braucht noch ein bisschen Vorspiel. Aber ich könnte sagen, das ist doch klare Sache, so wie Peter, Fall gelöst, ne? Gehen wir mal schön an die Polizei weiter. Wir brauchen Beweise und die Beweise beschaffen wir uns mal illegal. Ja. Weil, aber da komme ich noch. Ja, gut, ja, Beef ist eine schöne Überleitung, Stefan. Ja, genau. Gesagt, getan, Sie wissen, wo Sie sein wollen. Sie wünschen zu speisen im Restaurant des Excelsiors. Und hier, wie Justus sagt, durchaus. Ja. Aber richtig schön geschwollen. Sie spielen ein bisschen erwachsen. Die müssen da noch auffallen wie bunte Hunde, oder? Ja.
So Kinder in so einem Luxushotel, ja. Wobei du, genau, du sagst Kinder und das ist aber auch schon, das ist halt eine neuere Folge und mir ist es auch in der Folge schon aufgefallen, das sind einfach da schon die jungen Erwachsenen, weil mit diesem ganz alten Bild der drei Fragezeichen, die sich da ins Luxusrestaurant sitzen, das passt halt gar nicht. 12, 13 sind die mit Sicherheit nicht. Nee. Ja. Ich glaube, sind die so, habe ich auch viel drüber nachgedacht, jetzt wo wir so viel die neueren Folgen machen. Mhm. Nochmal, wie gehen die Fälle an? Und das ist schon, man merkt auch, dass die Sprecher Erwachsener mit der Rolle geworden sind. Ja. So. Die gehen das teilweise Erwachsene an. Mhm. So. Das bleibt auch nicht aus. Also ich möchte ihnen gar nicht vorwerfen. So, ne? Und es ist ja auch, ich finde es auch gar nicht schlimm. Ehrlich gesagt. Also weil für so diese Retro-Sachen gibt es ja die alten Folgen und so neuer gibt es die neuen Folgen. Das ist halt einfach eine Entscheidung, die irgendwann mal getroffen worden ist, dass die jetzt mindestens 16 sein müssen, damit sie Auto fahren dürfen. Ja, es gehen halt so ein paar Sachen dann flöten. Morten so wie diese, zum Beispiel. Die Geschichte, ja, Morten braucht man nicht mehr. Finde ich sehr traurig eigentlich. Ja gut, jetzt ist ja Andreas von der Meden auch tot. Wir brauchen auch die Karten nicht mehr, die hier sagen, der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Juniorassistent. Und nee, aber die Karten, die brauchen sie doch bei 160 nicht mehr. Nee, Junior-Assistent. Kommt die noch? Die benutzen sie nicht mehr. Ja, siehst du? Also finde ich nochmal spannend. Wir haben ja immer, muss ich sagen, sehr kluge Hörerinnen und Hörer. Also wer es weiß, wo kommt das letzte Mal diese Karte? Die Joker-Karte von Samuel Reynolds. Wahrscheinlich mit Samuel Reynolds ist die weg, ne? Ja, weil ich glaube, von Cotter kriegen die so Karten nicht. Ja, aber was ich sagen wollte, ist, so ein bisschen fehlt oder dabei draufgegangen ist, neben Morten, ist natürlich diese Sache, dass ein kleinwüchsiger Justus Jonas Erwachsene das Staunen lehrt. Das ist natürlich der Effekt, der jetzt nicht mehr so da ist. Aber gut. Egal, spielt für diese Folge keine Rolle. Genau, die kleiner Exkurs, die sind halt alt genug, um sich in ein Luxushotel in eine Lobby zu setzen. Ja. Und jetzt kommt halt auch sofort Jones, setzt sich an den Tisch in zuerst, die Nähe. Zuerst können sie sich gerade mal nur ein Club-Sandwich essen. Und das kommt auf viel zu großen Tellern, also so Klischee, ne? Ja. Du kriegst halt so einen 3 Meter Durchmesser-Teller mit so einem Mückenschiss da drauf für 75 Euro Dollar. Wo ich mich natürlich wundere, dass es dann überhaupt ein Club-Sandwich gibt. Ja. So in solchen Gastronomien dann letztendlich. Ja. Naja, also da ist vor allem ja Justus, glaube ich, etwas pikiert drüber. Aber nicht so, wie ich erwartet hätte. Also so die dicken Witze, die man jetzt machen könnte über seinen gesunden Appetit, die bleiben aus. Ist ja auch nicht genug da. Auch hier ist, sag ich mal, auch die drei Fragezeichen nehmen sich inzwischen Bodyshaming zu Herzen. Ja. Naja, auf jeden Fall kommt der Dr. Jones, kommt dann da auch an, ist allerdings noch ohne Begleitung, wartet wohl auf sie, bestellt sich aber, um sich die Wartezeit zu versüßen, direkt mal eine Flasche Champagner. Und hey, ist euch das aufgefallen? Ah. Das ist die Stimme von Indiana Jones. Ach, echt, Stefan? Aber, du doof. Das ist ein seltsamer Zufall, oder? Du doof. Ich finde das so einen schönen Moment. Also ich weiß nicht, irgendwie hast du da, glaube ich, so eine Blockade, Stefan. Ich liebe Indiana Jones. Ja. Und ich habe mich so tierisch gefreut, als der da auftauchte und seine ersten Sätze sagte. Und das packt mich halt direkt so wohlig ein. Ich denke, ah, geil. Ich dachte direkt, da. Also ich muss ja sagen, ich persönlich mag Indiana Jones auch. Aber der hat doch da nichts zu suchen. Das ist doch auch ein Verbrechen an Indiana Jones. Na, komm. Ach, Indiana Jones ist doch auch nicht böse. Na, der kann aber. Nein, aber ganz, ich meine. Oder sind die drei Fragezeichen Nazis, den man alles wegnehmen muss? Der Sprecher. Das ist doch die falsche Zeit für Indiana Jones. Ne? Wir sind ja nicht in den 30er Jahren. Der Sprecher macht den Spaß halt mit und das ist halt ne popkulturelle Referenz und vielleicht ein bisschen too much, genau. Es ist ja, aber ein bisschen too much mit Peitsche und mit du verrätst doch jetzt schon. Aber wenn du da japanischen Gehilfen. Ja, aber wenn entweder mag man das, weil das auch so ein Stück weit was Trashiges hat, nämlich weil das auch ein bisschen selbstironisch genau diese trashigen Momente dieser Abenteuerfilme auf die Schippe nimmt, oder du hast natürlich von vornherein eine tierische
Blockade und steigst eigentlich genau an der Stelle auch aus der Folge spätestens aus. Dann, ja, natürlich. Ne? So, natürlich. Ja. Im Buch hat was er... Was sonst? Im Buch hat er sich bei diesem Anlass, aber später, hat er sogar eine Lederjacke an und einen Hut. Ja, er ist Indiana Jones. Wo ich denke, ja. Was? Jetzt ja. Gibt's aber langsam echt mal Ärger, vermutlich, mit... Ja, die werden das, also die Rechtsabteilung wird sich da wahrscheinlich mal kurz erkundigt haben, ne? Also ja, also gut, auf jeden Fall ist Jones der Dr. Jones. Ja jetzt ein Allerweltsname, ne? Und einen Doktortitel kann man überall vorpacken, also ich meine, hey. Ja gut, das ist, geht sicherlich über einen Zufall hinaus. Ja, also ich denke, da gibt es ja viele Anspielungen vermutlich für euch als Indiana Jones Fans. Ich schätze die Aktentasche auch, oder? Das spielt ja auch eine Rolle. Ja, in ja, ja, na klar. So. Auf jeden Fall sitzt da Dr. Jones, er wartet auf seinen Sidekick, ja. Mhm. Und ist es seine Geliebte? Ich weiß es man nicht. Man weiß es nicht, da hätte ich jetzt aus dem Buch gehofft. Seine teuerste auf jeden Fall ist es. Weiß man nicht. Aber die haben halt klassisch auch, wie sich das in so Thriller-Agenten-Film, Abenteuerfilm gehört, so eine Komponente aus Misstrauen und Erotik. Ja. So ja, dieses ja. Hier, also ich meine, gut, jetzt... kurzes Gespräch darüber, das Buch hat das Geheimnis preisgegeben und du gehst jetzt aufs Zimmer und nimmst dann die Tasche mit. Ja. Dann ist so dieses nach dem Motto, du vertraust mir das jetzt an. Ich vertraue dir das an, ja. Und dann so dieses, ja, nimm ruhig, ist halt eh jetzt wertlos alles. Ich hab's so verstanden. Aber da knistert so ein bisschen, aber da ist auch Misstrauen. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, das habe ich auch gespürt, aber ich habe das jetzt nicht an dieser Aktentasche festgemacht. Ich dachte, die Schulin sagt halt, bist du sicher, dass wir die so unbeobachtet lassen dürfen? Und nicht, bist du sicher, dass du die mir geben willst, weil die treulose Tomate von hier bis Kansas bin? Ja. Ja. So. Aber also wenn wir uns jetzt, also die Schulin, ne, ja. Die geht halt gar nicht, ne? Leider. Ja, ja, die Ehefrau vom Synchronsprecher. Ja? Ja, ist privat auch bestimmt eine ganz nette Frau, aber ja, die Rolle spricht sie, finde ich, also ja, für sie, meinen Geschmack leider gar nicht. Sie spricht auch einen seltsamen Akzent ja wieder. Ja, Französisch. Ne? Ja, irgendwie schon, so eine Mischung aus Französisch und abgehackt. Ja, und Siri, eine Mischung aus Französisch und Siri, finde ich so. Also, frühes Siri. Also das ist leider die einzige, also das andere ist halt so, weiß ich nicht, Hommage oder Frechheit, aber irgendwie stimmig alles so von Sprecherleistung und sie ist da wirklich leider Anfang an nicht. Das Einzige, was ich ihr zugute halte, ist, dass sie, oder könnte, wäre, dass sie vielleicht gedacht hat, hey Mann, ich mach's jetzt nicht so klischee-mäßig. So Ching-Chang, also so, ja. Ne? Ich mach jetzt hier keinen. Aber genau so ist das doch auch. Ja, irgendwie. Ja, aber vielleicht ist es ja die Zeit, ne? Vielleicht hat sie ja gedacht, nee, das mach ich nicht. Ich gebe ihr einen leichten Akzent und das ist natürlich schwierig. Voll schief gegangen. Ich meine, gut. So ins Französische rein. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwie einen Asiaten im Drei-Fragezeichen-Universum gibt, der vernünftig. Ja. Spricht. Also alle Menschen, die ich kenne, die hier so in Deutschland leben und asiatische Gesichtszüge haben, sprechen aber auch echt ein total sauberes Deutsch ohne Akzent. Ja, höchstens vielleicht so ein Öscher-Akzent, ne? Wie wir stimmt, hier so. Ich habe auch noch nie jemanden mit Akzent reden. Nein, aber im Drei-Fragezeichen-Universum ist es halt leider nicht möglich, weil es mir gefällt. Da sollte es aber so bleiben, oder? Naja, egal, jetzt gehen wir mal nicht zu sehr in die tiefe Kiste rein. Mhm. Aber egal, auf jeden Fall. In diese Zigarette? Genau. Wann ist mir gefällt? Flaggenmäuse, wo ihr es gibt, ja, in Adler gleifen. Ich bin 107 Jahre alt geworden. Mit Hilfe der Band. Ja, die Folge müssen wir mal machen. So, genau, jetzt haben wir ja genug Beispiele gesammelt. So, genau, alles ganz ich normal. Ich kam aus Holland, um mich zur Kamera um zu besuchen. Hier erfuhr ich, dass er tot ist. Na, bist du. Ja. Setzt euch auf das Sofa und seht euch dieses Messer gut an. Ich werde es gebrauchen, wenn ihr nicht pariert. Ja, Akzente. Wir müssten mal eine Sonderfolge machen mit Akzenten. Ja, okay, erst gleich auf. Au! Au! So! Ja, auf jeden Fall. Schulin und Jones beschließen, dass das Buch für sie wertlos ist inzwischen. Es hat sein Geheimnis offenbart. Er hat sich alles gemerkt. Da fragt man sich natürlich, man weiß ja, wir wissen ja, welche Botschaft, das ist schon schwer zu merken, ne? Da muss ja ein Teil, ist ja so kryptisches Zeug. Ja, cleverer Kerl. Alles in seinem Kopf. Ja, und Julien möchte sich umziehen. Ich meine, sie kommt gerade vermutlich von der Suite und sie wollte wahrscheinlich auch Abendessen, aber sie möchte zurück, sich umzuziehen. Zur Feier des Tages will er ja auch echt mal das Geilste bestellen, was da gibt auf der Karte. Und dann sagt sie, dann ist jetzt ihr Dress nicht angemessen. Ja. Ah, Chateaubriand. Ja, lecker. 4 cm dick geschnitten, 400 bis 600 Gramm schweres, geiles Rindfleisch.
Ja. Also musste das nochmal nachgucken und hatte danach echt Hunger. Ja, hör mal, denkst du mal an deinen ökologischen Fußabdruck jetzt, ja? Im Buch guckt der Bob in die Karte und ist deswegen so entsetzt, wie teuer das ist. Weil das mega teuer ist. Weil das wohl exorbitant teuer ist. Ja. So. Und sie dann schon denken, ja, der muss ja schon auch an sich schon reich sein. Ja, richtig. Warum macht er dann, klaut er dann so ein Buch, ne? Die Gier. Ja, also, und sie geht dann und... Ja, die drei Fragezeichen, also Justus, ne, hat ja dann sofort die Idee, wie man jetzt an das Beweismaterial... Ah, nee, genau. Für Peter ist die Sache klar, ne? Und Peter will das an die Polizei übergeben. Und Justus sagt, halt, Moment mal, wir haben keine Beweise, wir haben nur zwei Leute, die darüber gesprochen haben, dass ein Buch ein Geheimnis preisgegeben hat. Hat er auch recht. Ne? Aber er hat ja recht, wenn er jetzt Cotta anrufen würde, würde Cotta sagen, hier geht's wohl wieder um persönliche Befindlichkeiten, die in einem Sandkasten besser aufgehoben werden. Ja, so von daher macht's ja schon Sinn, dass er den Plan, außerdem hat Justus auch immer Bock auf sowas. Nee, der Stefan ist auf Krawall gebürstet. Justus hat Bock darauf, Peter irgendwo einbrechen zu lassen. Ja, und Peter muss wieder ausfahren. So sieht's nämlich aus. Ja, natürlich. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn die dann einbrechen da, das verbessert doch ihre Beweislage nicht. Sie haben dann ein Buch widerrechtlich auch an sich gebracht. Das heißt, sie können danach auch nicht zu Cotta. Ja, jetzt fängt es aber auch an, Grümmel. Du hast recht, aber darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Genau, darum geht es dem Justus nämlich gar nicht. Nein, und es geht dem Justus nicht darum, dass das Buch geklaut worden ist, es geht dem Justus um das Geheimnis. Richtig, was das der Buch ist süchtig hat. Nach dem Geheimnis und der will auch gar nicht den Jones drankriegen, das ist ihm auch Wumpe. Der möchte wissen, was das Geheimnis von dem Buch ist. Ja, genau, und du regst dich darüber auf, ich finde das gut. Ja, das ist natürlich schon gut, aber ich meine, das ist... Das ist doch alles folgerichtig. Versteht ihr Viecher mich denn nicht? Nein! Justus ist doch wie Justus ist. Das ist doch absolut richtig. Und so ist er doch immer. Und das passt doch. Also. Ja. Ja, aber ich meine, da geht er auch wieder über so eine Grenze. Ja, das ist richtig. Ein Grenzgänger. Ja, an der Stelle habe ich mir nämlich auch gedacht, so wo Peter dann irgendwie, ne, es wird ja noch erzählt, irgendwie in dem Hotel gebe zum Glück Schlösser und keine Schlüsselkarten. Ja. Wo ich mir dann auch denke, so, ich meine, es ist schon eine ganz schöne Straftat, in einem Hotel in ein Zimmer einzubrechen. Also für sowas kriegt man auf jeden Fall Haue. Ja, auch von Cotta. Aber ihr seid auf jeden Fall gerade noch über, ich finde das einfach nur, es ist eigentlich nur ein Gag wert, aber ihr seid über diese Szene jetzt hinweg, wie sie dann bezahlen. Ach so. Mit Peter. Oh, das ist ja günstig. Und dann so ein bisschen klackerndes Kleingeld und dann so der Rest ist für sie. Oh, der Herr ist ein Gentleman. Das finde ich so süß, weil das ist so eine Szene, wo ich eigentlich so dachte, wenn man da so peinlich berührt irgendwie, aber irgendwie war es ganz niedlich. Ja, ich finde es auch süß. Ich fand vor allem den Kellner voll süß, dass er das so wertschätzt. Ja, der hat sich dann nichts anmerken lassen. Ne? Ja, also, er ist ein echter Gentleman und so. Die Herren wünschen zu speisen. Ja. Genau, und dann geht's halt in den 9. Stock und wie du gerade gesagt hast, Peter ist wie immer derjenige, der es ausbaden muss und sagt ja auch, ja, das hätte ich mir auch unten schon denken können, ja, das stimmt, dass ich derjenige bin, der jetzt da auch mit seinem Dietrich-Set rausholt. So, und ab da geht der Stephen King-Film los, 14.08. Ach so. Das wäre schön jetzt. Nein, vollkommen was anderes. Ja. Er spricht mit sich selbst, damit der Hörer und die Hörerin sich auch mitgenommen fühlen. Und überlegt, wo er das denn jetzt verstecken würde. Ne? Und dann kommt er auf so einen großen Sekretär, wo eine Aktentasche reinpassen würde, stellt aber auch fest, nichts abgeschlossen, nochmal Dietrich-Set, hat er ja schnell auf, findet dieses Buch und dann kriegt er einen Anruf von Bob. So, und freut sich erstmal total. Das hat mich gewundert, weil wenn ich da oben in dem Zimmer bin und ich kriege einen Anruf von Bob, dann geht mir aber direkt mal der Arsch auf Grundeis, weil der ruft mich ja nicht aus Spaß an, weil er mir gerade erzählen will, wie die neuesten Fußballergebnisse sind oder so, sondern da muss ja aber im Busch sein. Und er erstmal so, hey, ich hab das Buch, und Bob dann direkt so, du musst verschwinden, ich da oben. Zumal das kommt in der Hörspielszene nicht so raus, aber er ignoriert das erst. Ja, genau. Er ignoriert das länger, weil er an diesem Schloss rumfummeln muss. Ja. Und deswegen ist ja auch Bob so ungehalten, was mich im Hörspiel überrascht hat, weil Bob ihn ja anschreit. So, ne? Ja. So, dass er jetzt, dass sie schon längst im Fahrstuhl ist und dass er jetzt von verschwinden muss. Und dann will er das ja auch tun. So geil. Ist toll, ist spannend. Dann will er das auch tun und dann kriegt er natürlich den Anruf von Justus und fragt sich, was soll das denn jetzt?
Na, also. Ja, nee, das ist doch total klar. Die haben sich ja vorher auch genau aufgeteilt auf die Posten irgendwie. Ja. Bob ist unten, erste Station und Justus zweite Station. Ja. Und Peter merkt auf einmal, die Luft wird echt dünn, weil er sagt, Bob, ey, scheiße, die ist schon im Fahrstuhl. Und Justus sagt, scheiße, die ist schon auf der Etage oben. Das heißt, du kommst nicht aus dem Zimmer raus, ungesehen, ja. Die verstecken sich oft hinter Sofas. Ja, das ist mir dann auch hier Signale aus dem Jenseits, ne? Also, das habe ich ja zuerst gehört und dann geheimnisvolle Botschaften. Und dachte mir, das klappt nie! Das ist ja auch ein rätselhafte Bilder, dass sie sich auch hinter dem Sofa verstecken, wenn sie beim De Groot einbringen. Ah, ja, stimmt, ja, ja. So, aber Sofas, sie müssen das für opulente Sofen sein. Ja, ne? Ja. Sofatag. Sophisten, ich weiß nicht, Sofanten. Couchs. Couchs, danke. Couchy-i. Auf jeden Fall ist klar, Schulin kommt. Was sagt der Germanist dazu? Das ist die Mehrzahl von Fikus. So, warte, bis jetzt hier die Peitsche wieder rausgekramt hat. Nein, komm, hör auf. Sind wir schon weiter im Text. Oh, nein! Also, es ist klar, Schulin kommt. Peter weiß nicht wohin, versteckt sich hinter dem Sofa. Schulin kommt rein. Sie hat scheinbar ihre Zigaretten vergessen. Rauchen tut sie auch. Mensch, die muss böse sein. Das war wahrscheinlich so mit Zigarettenspitze, ne? So richtig. Vermutlich, ja. Ich stelle sie mir so wie so eine Lucy Liu vor. Ja, genau. So ein bisschen. Ja. Ne? Und während Peter sie ja eher als Tomb Raider-Verschnitt stimmt, ne? Charakterisiert. Aber gut, sie ist da und sie kriegt einen Anruf. Ja, und also im Buch spricht sie echt Chinesisch, das macht sie da nicht, ja, so, sondern sie sagt dann, ja, ich muss arbeiten. Hm. Weißt du doch. Ja, wer ich komme erst spät heim. Weiß ich auch nicht. Ja, ihr Mann vielleicht. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Glaubst du, die hat ein Küttelchen mit Jones, aber ihr Mann wartet zu Hause? Ja, oder Jones ist tatsächlich einfach nur ein Arbeitskollege. Gibt's ja unter Verbrechern auch. Ja, die haben nicht so, dass die so miteinander flirten. Obwohl die Erotik schon in der Luft liegt, das stimmt schon. Ja, vielleicht sind das auch beides einfach erotische Typen. Ja, der also, Jones, ne, so auf jeden der Jones Fall. Auf, ja klar, ja, Mann. Der muss erotisch sein. Ja. Die hat bestimmt einen Heidenspaß, die zwei. Also seine Frauen eher, dass sie mal zusammen was machen konnten. Und wir machen das denen jetzt hier kaputt. Dusch. Ich find das bis hierhin alles ganz hervorragend. Naja, sie erwischt ihn nicht. Sie hat ihre Zigaretten liegen lassen. Ich weiß nicht, warum sie zum Essen unbedingt Zigaretten braucht. Ich kann sie auch nach dem Essen holen, ne? Aber okay. Ich meine, du bist hier der Raucher noch in der Runde. Ja, Arno, ne? Aber ich hab noch nie beim Essen geraucht. Nein, aber du hast dich gerade umgezogen und bist auf dem Weg nach unten wieder und stell fest, scheiße, ich habe irgendwie meine Kippen vergessen. Normaler Reflex, ich meine, ich habe ja auch lange geraucht, ist, ich gehe nochmal zurück und hole die Kippen, weil spätestens nach dem Essen habe ich auch keinen Bock mehr. Brauche ich eine Kippe. Na gut. Genau. Logikfehler raus. Aber sie erwischt Peter nicht. Peter ist total selig, hat alles erreicht, was er wollte. Und Party. Und sie fahren in die Zentrale, glaube ich, ne, und gucken sich ihr Buch an. Ja. Genau. Ja. Genau. Sie entdecken aber im Buch, in der Zentrale, nichts Besonderes, jedenfalls inhaltlich. Tatsächlich gleichen sie den Inhalt ab. Da hat Bob mal richtig Arbeit geleistet, ne? Wenn der Buchstabe für Buchstabe da alles abgeglichen hat. Also da kannst du schon mal dran sitzen. Das sind die üblichen Minnegesänge. Ja. Aber da war ich total enttäuscht, weil da sagte Bob, ich habe mir die Texte verglichen und dann sagt Justus, also gibt es keine geheime Botschaft. Und da dachte ich, das ist aber viel zu wenig im Vergleich zu, siehe hier, Botschaft von Geisterhand, oder, wo die anfangen oder mit Chemikalien an den Papieren rumzumachen, um alles zu untersuchen. Ja, oder auch dieses hier, er klebte die grüne Marke unter die Fohlen und was weiß ich. Ne? Also da waren sie schon mal irgendwie findiger. Genau, also haben schon mal irgendwie ein Chemielabor ausgepackt, das haben sie irgendwie diesmal nicht. Diesmal haben sie irgendwie Texte verglichen. Ja, da kommt er halt irgendwie nicht drauf. Also ich denke, er hat tatsächlich sich darauf fixiert, dass er dachte, dass in diesem Buch schon etwas steht, was irgendein Hinweis ist. Ja, wo einfach finden, nur kein Depp draufgekommen ist. Aber sie finden ja doch Ortsangaben was. Auf einem Friedhof zum Beispiel. Ja. Oder zick, nein, zack. Nein, aber sie finden ja schon was. Ne? Sie finden auf einer Seite irgendwie Nadelstiche. Ja. So auf ganz, einem leeren ganz, Stück anscheinend auch. Ne? Genau, wo dann natürlich sich auch die Frage stellt, warum ist da überhaupt ein leeres Stück drin? Ja, gut, ne, also wenn ich jetzt hier mal so durch dieses Buch durchblätter, würde ich auch sagen, wenn jetzt hier mittendrin eine leere Seite wäre, würde die mir auffallen und ich würde sagen, hä, was soll das? Da ist bestimmt ein Geheimnis bei. Leere. Da ist irgendein Geheimnis bei. Ja, und aber trotzdem sagen sie, sie wollen jetzt ihren Auftrag erfüllen und das Buch zurückgeben. Ja. Das ist ja auch korrekt. Ja, genau. Und das machen sie dann auch. Sie gehen
am nächsten Tag zu Matthewson. Der ist hellauf begeistert, ne? Und erzählen ihm von Jones. Da ist er erstmal ziemlich sauer drüber, ja, ne? Logischerweise. Blöd nur, dass sie jetzt eigentlich ja mit den Erkenntnissen, die sie haben, gar nicht zu Cotta gehen können. Weil sie sagen müssen, ja, wir haben im Hotelzimmer eingebrochen und uns dieses Buch geholt. Ne? So, also wir also, sind hier die. So, jetzt, ne? Also wenn jetzt ja. Matthewson sagen würde, boah, den Jones zeige ich an, dann müsste der Justus sagen, bitte nicht, weil dann kommt ja raus, dass wir. Ja, auch, aber da hast du recht, da in die Richtung biegen die gar nicht ab, sondern die biegen total schnell in die Richtung ab. Es muss ein Geheimnis geben. Wir haben es noch nicht entdeckt und dann ist ja Mr. Matthewson derjenige, der sofort da irgendwie in seinem wissenschaftlichen Eifer angefixt selber irgendwie auf die Spur kommt. Ja, mit diesen Einstichlöchern, ne? Da genau. Wird ihm einiges klar irgendwie. Aber er ist da genau wie Justus. Er verrät nichts. Ja. Ihm wird einiges klar. Er rattert schon und es geht schon los und er spannt alle auf die Folter und sagt, komm, wir fahren jetzt mal los und ihr kommt mit und alle sind so, hä, ja, okay, aber was? Ja, nee, erzähle ich euch später. Ha. Sie fahren, wo fahren Sie hin? Ins Institut? Was ist das? Genau, er verabredet sich direkt mit einem Kollegen. Frank Callahan. Mit Frank Callahan, wo ich übrigens auch ein großes Aha-Erlebnis hatte. Und dachte, ach, Simon Jäger. Oh, der war wahrscheinlich gerade liebgewonnene Hörbuchstimme für mich. Ja, und hat Fitzek eingelesen. Genau, haben sie gesagt, großartig. Komm mal rüber. Ah, traumhaft. Ja, das ist auch echt toll. Der macht das auch richtig gut, finde ich. Ne? So. Ja, und der soll das Pergament röntgen. Und sie fragen sich, wozu? Und dann erklärt er ihnen, es könnte ein Palimpsest sein. Ja. Was toll wusste ist. Wusste ich vorher auch nicht, was und das Justus ist. Ich habe auch wieder nicht. Was gelernt. Witzig. Der wusste es auch nicht. Ah, aber geil fand ich, da kommt vorher noch eine kurze Szene, ja. Wo er sagte irgendwie... Bimsstein und Zitronensäure. Und das hörte sich für mich im ersten Moment an wie so ein Ausruf, wie Potsblitz oder, ne? Ja, so Forscher. Ja, genau. Wo ich mir dann dachte, so, was? Ja. Bimsstein und Zitronensäure. Was ist denn hier los? Aber es ging ja dann um echten Bimsstein und um echte Zitronensäure, womit man quasi dieses Pergament schälen kann, sozusagen, oder reinigen kann, was dann ein Palimpsest ist. Ja, und da macht auch klar, dass es Tierhaut ist. Da macht es auch Sinn. Ja, klar. Ne? Weil wahrscheinlich geschöpftes Papier oder geschöpftes Pergament könntest du ja nicht mitnehmen. Ja. Würde. So, ne? Ja. Und hier, das ist Leder und so eine Art von Leder, ist wohl nicht gegerbte Tierhaut, ja, so. Und stinkt auch wie Sau im Buch übrigens. Also die sagen, ah, das ist, wenn man das anfasst, riechen einem die Hände danach. Komisch. Ja, wie so Hund gestreichelt. Ja, so ein bisschen lang, ja. Und es wird also geröntgt und dazu befestigt er es an denselben Stellen, an denen wohl Dr. Jones es befestigt hat. Mhm. Und der hat wohl ein mobiles Röntgengerät dabei, ja, auf seiner Reise hier. Praktisch. So. Und da frage ich mich natürlich, warum muss man das fixieren, wenn man es Röntgenstrahlen wehen das ja nicht weg danach irgendwie so. Ja, hast du recht. Ja. Ja. Aber egal. Also ich werde beim Röntgen auch nicht fixiert. Aber dafür ist das eine der geilsten Szenen im ganzen Hörspiel. Mit denkt an eure Schutzkleidung. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber mein Lieblingszitat ist genau in dieser Szene. Wie war das hier? Jetzt ist die Hose offen. Genau. Das habe ich gar nicht gehört. Bob ganz im Hintergrund. Ja. Das ist so geil. Die friemeln da rum. Ach, hier, schützt deine Arme, ein Reißverschluss. Jetzt ist die Hose auf. Ah. Das ist so geil. Ja. Das habe ich gar nicht gehört. Das ist so eine kleine, nette Szene. Irgendwie super. Ja. Rasche, Wuse. Das wäre ja mal wieder für die Leute, die so Soundszenen aus dem Zusammenhang nehmen und in andere rein. Da habe ich mich sehr gefreut. Und da ist halt genau, die Komik ist da drin und du hast halt gleichzeitig Erklärbär, der sagt, klar, das Röntgen, warum machen wir das? Weil es ist halt mit Tinte beschrieben und die Tinte oder die Eisenpartikel der alten Tinte sind halt so tief ins Pergament eingedrungen, dass du das noch in den tiefer liegenden Schichten trotz Abschaben wieder sichtbar machen kannst. Ja. Ne? Ja. Das ist eine coole Idee. Ist ja wohl auch so,
dass das irgendwie so, also im Buch müssen sie eine Stunde warten, weil durch diese Röntgenstrahlen sind die erstmal so aktiviert und die fangen dann an, sich langsam zu leuchten sozusagen. Okay. Und dann sind die wie so eine fluoreszierende Schicht da drauf und man kann die quasi ablesen. Ach so, aber es wird gar kein Röntgenbild davon gemacht, sondern die werden dann tatsächlich physisch sichtbar, oder was? Ja, so habe ich das jedenfalls verstanden. Ne? Ich habe das jetzt eher so verstanden, dass man nachher ein Röntgenbild hat, auf dem man das dann lesen kann oder so. Aber, das ist aber über diese Röntgenstrahlen wird, wie gesagt, dieses Eisen da angeregt zu fluoreszieren. Okay. Ja. Aber es ist ja schon so Rocket Science jetzt, ne? Also das hätten ja die drei Fragezeichen nicht hingekriegt. Ja, und er sagt ja auch so schön, willkommen in der Welt der Wissenschaft. Ja, das ist so echt schön. Und ich dachte auch so, ja, coole Nummer. Ja. Ja, man erfährt vom Text, dass es die erste von drei Stationen sein soll. Und diese erste von drei Stationen sei im Rathaus von Rocky Beach und in der Akte RM 311. Ja. Der Rest ist ein kryptischer Text mit A, D, R, I, L, D, S, R, T, E, G, Ü, G, R, N, M, D, E, E, C, R. Genau. Alles klar, Barbara. Das fand ich so geil. Peter so, ja. Danke. Super. Ja. Ihnen ist klar, dass sie so schnell wie möglich zum Rathaus müssen. Allerdings wendet der Matthewson ja ein, oder Peter wendet das ein, glaube ich, dass Jones ihnen ja voraus sei, woraufhin Justus ganz klar macht, aber es ist Sonntag und da hat ein Rathaus zu. So. Und mit Hilfe von Inspektor Cotta schafft es Justus ja, dass ein Bediensteter, ein Stadtverwalter oder was ist es ja, sie ins Aktenarchiv einlässt, also extra kommt, ihn aufschließt und sie da reinlässt. Auch und mega. Da hätten sie die Karte brauchen können, ne? Der Ehrenamt. So, genau. Da hätten sie bei dem persönlich vorbeifahren müssen. Ja, ja. So war es gut, dass der Cotta das eigentlich gemacht hat. Sieht ihm ja eigentlich ähnlich. Er ist ja eher mal sehr skeptisch. Ne? So. Ja. So, und aber da. Ja, aber er muss ja auch nicht selber rausfahren. Er musste ja nur den Stadtverwalter losschicken. Genau. Aber das fand ich auch eine schöne Idee. Ja. Das ist halt klar. Ne? Jones hat halt auch die Information, wir müssen uns beilen, aber wir heute werden Sonntag, 1-0 vorlegen. Genau. Schritt voraus, wo man sich dann auch denkt, zum Glück ist heute Sonntag, sonst könnte ich diese Heimatstraße jetzt nicht rückwärts durchfahren. Was so sonntags alles geht, du. Ja, auf jeden Fall müssen sie dann halt in den Akten suchen und man kriegt mit, wie Peter und Barbara da, also Barbara ist ganz scharf drauf, mit Peter zu gehen. Ich gehe mit Peter. Ja, ein bisschen anstrengend, ne? Hier, der Orangensaft ist für dich, ich gehe mit Peter. Die hat so die hat wen ins Auge gefasst. Ne? Auf Peter geworfen so und der sich ja, wie gesagt, im Buch eher fürchtet vor ihr. Okay. Ja, ist Peter nicht eigentlich auch vergeben? Ja, theoretisch ja schon. Ja, aber es gibt sie ja und es gibt sie auch irgendwie nicht. Aber das ist nicht sein erster Gedanke im Buch jedenfalls. Ja. Ja. Ne? Aber hat euch die Figur des Stadtverwalters gefallen? Ja. Schon. Oder? Cooler Typ, oder? Doch, toll. Kommt fast von den Typen aus Magischer Kreis da. So total verballert, aber ich konnte nicht genau zuordnen, woher ich die Stimme kannte, aber der hat halt auch mitgespielt in, weiß ich nicht, Ninja Turtles, Knight Rider, Glücksbärchis, das ist so eine Stimme. Ja, dann kenne ich ihn aus Glücksbärchis. Das ist der eine Brave der mit Star, der Street Talk. Das ist halt so aus ganz vielen dieser 80er Serien. Das heißt, das war auch so eine Stimme, wo ich dachte, ach geil, wieder so ein Aha-Moment. Ich hatte so im Kopf, hatte ich Onkel Vernon von Harry Potter. Das kann auch sein, ja. Also Kopf hatte ich so einen Typen. So. Mhm. Ich hatte nicht so eine Szene oder eine Rolle, aber das war so eine Stimme, wo ich dachte, herzlich willkommen im Hörspiel, du bist auch ein guter. Onkel so, Vernon Achim Schülke. Ja. Okay. Onkel Vernon von Harry Potter habe ich aber nur von Rufus Beck im Kopf. Ich stelle mir so einen Typen halt vor. Naja, auf jeden Fall. Sie suchen halt diese Akte, was sich als knifflig herausstellt, weil die sind irgendwie nach Jahren geordnet und nicht nach Signatur. Sie suchen ja nach einer bestimmten Signatur, RM311. Und Peter muss dann auch Barbara zur Raison rufen, die sich in so Scheidungsakten verliert. Ja. Irgendwie so.
Ich dachte auch am Anfang, vielleicht spielt das nochmal eine Rolle, aber das war einfach nur Quatsch. Ne? Ja. Ich dachte auch eigentlich die ganze Zeit, dieser Verkäufer, dieser Pergamentverkäufer vom Anfang, der kommt auch nochmal vor, ja, und würde nochmal eine Rolle spielen. Habe ich am Anfang irgendwie, also bis wirklich ganz spät ins Hörspiel, habe ich mir gedacht, der muss doch irgendwann nochmal da reinkommen, der muss da doch was mit zu tun haben. Ja, aber ja, könnte man meinen, weil die Stimme so eine gute Stimme ist, ne? Ja. Wo man denkt, boah, die muss man auch für was benutzen. Irgendwie so, ne? Naja. Stimmt so, der spricht ja nicht oft den Tod oder so? Also ich hatte irgendwie so im Kopf, wer war das denn? Wie hieß der denn? Ich kann mal gucken, wo steht der denn? Ja, warte. Ist ja gar nicht drin. Doch, Arthur, Stefan Benson. Benson, ja, sagt mir nichts. Ja, mich jetzt auch gewundert, wenn mir das was sagt. Naja, auf jeden Fall, aber sie finden die Akte, ne? Anders hätte es ja nicht sein können. Genau. Ja, vor allem ist auch schön, dass Bob die Akte findet, der ja auch sagt, ja, hier, ne, Archiv, viel Arbeit, sich so da durchzuwühlen, aber da habe ich schon anderes geschafft. Und er nun mal irgendwie auch als Zuständiger für Recherchen und Archiv findet's. Finde ich irgendwie schön. Recherchen. Und dann gibt's auch schon den ersten Höhepunkt. Auftritt, Jones! Und da zwar in voller Indiana Jones Montur. Ja, natürlich. Mit Hut und Lederjacke. Ja. Ja. Ja, gut. Wir müssen durch diese Szene durch. Also, ja. Schulin ist auch dabei. Und jetzt wird halt oldschool. Richtig trash. Ja, das ist voll trash. Ja. Nehmen wir das mal zu kurz auseinander. Also er droht ihn mit der Peitsche auch. Ja. Und er sagt, und ansonsten. Ich zieh dir mit der Reitpeitsche eins über. Genau. Und dann sagt er auch, Scholin, zeig mal, was du so drauf hast. Ja, den gewundenen Tritt. Den gewundenen Tritt. Ja. Und dann macht die da so eine Viertelstunde. Und man denkt sich da mal, also jeder, der da jetzt daneben stehen würde, würde sagen, aha, du hast es nötig. Ne? Ich glaube, Indiana Jones gibt es da nicht auch so eine Szene, wo da irgendwie so ein Typ so vor dem steht und so rumfuchtelt mit so Schwertern und der so ganz locker zieht einfach nur die Knarre und knallt den ab. Ja, eine der besten Szenen. Vielleicht soll das eine Anspielung drauf sein. Also, es ist komisch, wie sie da schreit und rummacht. Ja, es wird halt die totale Drohkulisse aufgebaut. Justus ist denn derjenige, der es noch nicht ganz verstanden hat und sagt, ja gut, aber was passiert jetzt trotzdem, wenn ich mich weigere? Das ist die dämlichste Frage, die man da kriegt. Dann nochmal kurz so die Peitsche gewischt. Genau, also Entschuldigung, ich habe eins nicht kapiert. Was passiert jetzt, wenn wir Nein sagen? Genau, so. Ich kann Lautus töten, wenn ich das dagegen habe. Super. Ja, es ist halt wirklich total oldschool, wo in diesen ganzen Actionfilmen, da darfst du nicht mit Logik und Verstand, das ist Trash. Wenn es Family Guy wäre, würde die Antwort so, ach so, ja, dann kann ich nichts machen, schätze ich. Nein, aber es ist, zur Ehrenrettung, im Buch ist es so, er will Zeit schinden, also er überlegt, er will überlegen und deswegen will er irgendwie Zeit schinden, bevor es ihn gibt. Also, weil er denkt ja, dass er ihn ins Original also dass sie ja dann im Eimer sind, wenn er ihnen das gibt. Ja. Ne? Aber im Hörspiel hört es sich auch kurz so an, als würde er wirklich mit der Peitsche eins überkriegen. Er kriegt auch eins. Aber Matthewson sagt dann ja irgendwie, uns ist ja allen nichts passiert. Ja, das ist nicht ganz richtig. Also im Buch kriegt er eins ans Bein. Im Hörspiel hört man das auch eigentlich. Ja. Man hört die Peitsche und Justus sagt, au! Ja, ist doch eigentlich... Ja. Also es hat ihn schon erwischt, aber nicht so, dass es was Bleibendes wäre. Ja, keine blutigen nicht Striemen. Nicht einmal für immer quer übers Gesicht mit Narbe. Also im Buch erzählt der Jones, er sagt, ja, die Leute denken immer so, das tut kurz weh mit einer Peitsche, aber das spürst du tagelang, sagt er dann irgendwie. Das ist schon eine Drecksau. Stimmt. Das ist schon eine Drecksau. Ja, und ich meine, ist gehässig, ne? Peitsche ist schon echt was Fieses, das stimmt schon. Ne? Ja, also man denkt so, ja, Peitsche, was soll's, ne? Aber das ist auch tatsächlich, das ist jetzt das zweite Mal, dass eine Peitsche im Drei-Fragezeichen-Universum vorkommt. Ne? Ja. Insofern auch folgerichtig, dass wir diese Folge nach der bedrohten Ranch besprechen. Natürlich. Ja, natürlich. Wo wir Peitschen-Fans sind. Ja, wie man hört. Ne? Ach scheiße, ich bin nicht schnell genug. Leute. Das ist doof an diesen Apps. Mach die echte Peitsche. So, und nicht, dass wir jetzt Urheberrecht zahlen müssen an die App oder so. Aua! Ja, nimm mir das Spielzeug weg. So. Ja. Genau, ich meine, klar, die Übermacht ist natürlich
gewaltig. Insofern nehmen sie das Fundstück an sich und ziehen erstmal ab und alle denken Scheiße. Und Bob ist dann mal wieder derjenige, der einfach clever mitgedacht hat in der Folge. Und gesagt hat, ja, ruhig, ich habe ein Foto gemacht. Ja. Wir haben nach wie vor den gleichen Wissensstand wie unsere Gegner. Ja. Ja. Wieder sind wir, haben wir eine Pattsituation. Ja. So, dann sagen sie so, wir wollen jetzt weiter ermitteln. Barbara sagt, ich komme mit. Und Justus sagt, nö. Ja, ja, aber warum sagt er das so unwirsch? Total schroff, ne? Ja, und sie motzt auch gar nicht oder sowas. Sondern einfach so, okay. Also... Also das Verhältnis auch zu denen oder untereinander ist mir nicht... Nicht deutlich. Klar, weil erstmal, also klar, am Ende, die sind alle irgendwie super happy und super nett miteinander. Und ich meine, die Barbara, ich weiß nicht, ob ihr das... Die taucht ja auch nochmal auf in dem Hörspiel später. Irgendwie da gefiederter, was? Gefiederte Schrecken. Ja. Quizfragen. Ja, Quizfragen, Stefan. Wir sind doch vorbereitet. Alle weg wieder. Nee, ich bin nicht vorbereitet. Das war jetzt mal echt eine super Quizfrage. Ja, Entschuldigung. Aber da habe ich nämlich extra auch nochmal reingehört und dachte, okay, warum sind die denn da so pissig miteinander und machen die Barbara da eher so runter und belächeln die so? Also irgendwie ist das nicht so richtig klar. Und mir war auch nicht klar, warum der Justus da jetzt so... Also im Buch wird es auch nicht klar. Barbara hat da im Buch... ist ihre Rolle noch mal eine größere, ne, so später auch. Und deswegen wird sie ja auch oft verglichen mit einer Antwort, mit einer Jelena, so, weil sie wirklich der das Wasser reichen kann, so, ja. Also scheinbar gibt's viele, die immer diese weiblichen Gegenspieler, also Christoph Ditter hat ja auch, ist irgendwie notwendig, fand noch mal einen weiblichen, einen kleinen Antagonisten zu schaffen, der auch clever ist. Jetzt ist Barbara nicht so wie eine Jelena clever, aber sie ist schon schlagfertig und so, ne? Sie ist auch die Tochter von einem Professor. Ne? Aber sie ist ja gar nicht ein Antagonist, sondern ist ja, das ist zu viel gesagt, das stimmt schon. Aber sie spielt ja eher mit ihnen gemeinsam auf der guten Seite, ne? Aber ja, stimmt das schon. Das tut Jelena ja auch. Ja. Aber so ein bisschen halt, auf jeden Fall, da kommt schon raus im Hörspiel, dass er ziemlich schroff nö sagt. Ja, im Buch laufen die auch einfach auseinander. Also da gehen die dann ihre Wege. Ja, die brauchten wahrscheinlich irgendwie die Möglichkeit, weil es wird ja auch noch wichtig, dass sie nicht dabei ist. Und deswegen brauchten sie das irgendwie. Und ich glaube, das ist halt vielleicht nicht perfekt gelöst, aber einfach pragmatisch. Ja. Genau, aber sie wollen weiter ermitteln und schon wieder ist es Bob, der letztendlich einen Meilenstein setzt in den Ermittlungen, denn er hat recherchiert und hat herausgefunden, dass die Akte vor 115 Jahren angelegt wurde. Und damit gilt ja auch erwiesen, dass der Verfasser Zugang zur Stadtverwaltung hatte, also irgendwie in diesem Dunstkreis sich da irgendwie bewegt hat, ja, so. Und da hat Bob die Rocky Beach Today von vor 115 Jahren durchgeblättert. Ist die auch auf Pergament, weil das sonst alles schon zerfallen wäre. Und damals gab es wohl einen spektakulären Juwelenraub in Rocky Beach. So. Genau, 50 Juwelen, aber Beute wurde nie gefunden. Nee, wurde nicht gefunden tatsächlich. Aber man hat den Gangster wohl sehr schnell geschnappt. Es muss ein hoher Verwaltungsbeamter gewesen sein, der wurde zumindest schuldig gesprochen. Und Bob vermutet natürlich, klar, der hat auch diese Akte angelegt, um eine Spur für wen auch immer zu legen. Ja. Ja, in der Zeitung wird der Dieb wohl damit zitiert, dass niemand den Schatz finden könne, denn schon der Weg dahin sei versteckt. Irgendwie. Und die waren ja alle total doof und deswegen so. Super Hinweis. So. und der kam aus einer Gelehrtenfamilie und hieß, Überraschung, Jacob Jones. Ja, ist also vermutlich ein Verwandter, ein früher Vorfahr von Alan Jones. Genau, der Urgroßvater. Ja. So. Ja, und Bob vermutet auch, dass diese Nachricht im Pergamentbuch vermutlich an die Familie, an die Hinterbliebenen gerichtet war. Ja. Damit die den Schatz finden. Es ist natürlich so die Frage, das ist ja dann eine leere Seite. Ich meine jetzt nicht bei jeder leeren Seite. Nein, aber das war ja dieses gut versteckte, war das Palimpsest. Ja.
Also genau. Da insofern halt ja nicht die leere Seite, sondern ja, gut, aber man muss halt unter Gelehrten wissen, wie man eine leere Seite untersucht, um das Rätsel zu lösen. Das ja, ist so ein bisschen Geheimtinte 2.0. Ne? Du hast ja aber gar keinen Hinweis. Also so, es ist ja so, anscheinend gibt es darüber hinaus keinen großen Hinweis. Also er sagt in der, vermutlich in der Zeitung, ihr seid so doof, ihr findet's nie. Mhm. Ja? Ja. Und jetzt gehen die in der Familie dahin oder wird von denen erwartet, hat er vermutlich, dieser Jacob erwartet, dass die so schlau sind und sagen, hey, lass uns mal kurz alle Pergamente durchgucken. Das hat ja nicht funktioniert. Das sagt ja auch Jones später, dass offensichtlich keiner klug genug war, das Rätsel zu lösen. Ja, aber was heißt denn klug genug? Man weiß aber doch ja auch nicht, was in der Familie sonst noch so an Wissen da ist. Das ist schon natürlich... Das war ein gewagtes Spiel. Ne? Also wenn ich jetzt zu Hause ein altes Pergamentpapier da liegen lasse und dann versterbe, auch wenn ich vorher noch gesagt habe, Schatz und so, da kommt doch keiner drauf. Also es war eine gewagte Aktion von Jacob, sage ich mal. Und man fragt sich natürlich auch, ja, wie die Intellektuellen manchmal so sind unter sich. Wie der Jones da drauf gekommen ist, oder? Aber Klar, das fragt man sich dann schon. Ne? Also, er ist halt intelligenter als seine intelligenten Vorfahren. Aber letztlich wichtig ist noch die Information, dass es bei diesem Juwelenraub damals einen Komplizen gab, der ja eben angeschossen wurde und letztlich verstarb. Was dann ja auch klar macht, dass Hinweise, Rätseltext, da gab es eben zwei, so das klassische Motiv der in der Mitte durchgeteilten Schatzkarte so ein bisschen. Ist ja dann irgendwie auch genau dieses schöne Motiv, wo Justus sagt, ich weiß jetzt, wie wir diese seltsamen Buchstaben und Zahlenreihen aneinander packen müssen, nämlich nach dem Gartenzaun-Prinzip. Ja. Sehr geil. Und das ist doch auch eine mega schöne Idee. Also das ist ein tolles, kniffliges Rätsel. Ich habe jetzt neulich noch einen Wolf gesucht nach Verschlüsselungsmethoden und bin nicht auf diesen Gartenzaun gekommen. Ja, aber das und, ist gut. Das ist so eine tolle Idee, ganz ehrlich. Ich feiere das total ab, diese Gartenzaun. Das ist echt so, also als Kind hätte mich das voll geflasht. Ja, voll geil, das mache ich jetzt in der Schule mit Freunden und so. Wenn man die Gartenzaun-Methode, kommt keine Sau drauf. So für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer es vielleicht noch nicht weiß oder das noch nicht kennt, einfach nochmal kurz erklärt. Gartenzaun-Methode bedeutet, wenn man zwei verschiedene willkürlich erscheinende Buchstabenreihen hat, dann nimmt man einfach immer den ersten vom ersten Blatt, den zweiten, den ersten vom zweiten Blatt, dann den ersten zweiten Buchstaben vom ersten Blatt, dann den zweiten Buchstaben vom zweiten Blatt und setzt dann so quasi so weiter. Also, genau. Also nee, warte, dann nimmt man den dritten. Ja, es ist halt ein total schönes Bild, so die Zickzack, ne? Oben, unten, oben, unten. Zick, und nein, zack, sag es ihm, sag es ihm. Zickzack, falsch. Ja. Genau. Und dann finden sie nämlich aus diesem Buchstabensalat tatsächlich auch einen ganzen Satz. Ne? Also ja, später, aber sie haben ja noch den zweiten Teil, haben sie ja noch gar nicht. Ja, sie sollen zur Villa des dritten Gründers. Das ja, klar, raus. Aber das haben sie ja, also sie haben den Text ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, doch. Weil diese Villa des dritten Gründers, die existiert doch gar nicht mehr. Ja, ja, aber sie haben zwei Teile, haben sie. Ne? Ja, sie haben den einen Teil durch den Palimpsest und das andere haben sie im Rathaus gefunden. Ja, andererseits aber habe ich mich dann auch gefragt, gibt es so eine Gartenzaun-Methode eigentlich dann auch mit drei Blättern? Das ist im Prinzip ewig erweiterbar. Ja, aber du weißt ja nicht mehr herein, weil bei zwei ist es... Ja, ja, aber ich hatte mich dann in dem Moment nämlich gefragt, es ist ja noch ein Teil, gibt es ja noch oder so, ne? Vielleicht laufen die da mit ihrer Gartenzaun-Methode auch vor der Wand, weil denen vielleicht noch irgendwie ein dritter Teil fehlt. Das war das Erste, was ich mir dann dachte. Also so ein bisschen so au bei Gemenetjung-mäßig. Ja, aber es macht ja Sinn. Also sie machen es ja und sie sind ja am ersten Mal überlegen, was diese Buchstaben bedeuten und dann kommt ja nur Kacke raus. Verdammt, hier steht dann, Kacke. Und dann ergibt es ja Sinn. Und das wäre ja ein dummer Zufall, wenn es falsch wäre, aber Sinn ergeben würde. Aber wobei, das wäre besonders genial vom Verschlüssler. Auf jeden Fall ist es so, die Botschaft heißt, dass sie zur Villa des dritten Gründers gehen sollen. Dort sollen die Zeichen genommen werden. Und Justus vermutet dort einen Text, wo man die Buchstaben nehmen muss. Sie stellen aber fest, ja, und da könnte auch noch Zahlen dahinter, ja, in aufsteigender Reihenfolge, da denken sie, das hat sicher seinen Sinn, die Villa ist eingestürzt. Ja, ne? Bei einem Erdbeben. Die gibt es nicht. So. Und im Internet
finden sie aber ein altes Foto der Villa, das ist im Internet, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und sehen da auch eine Altmetalltafel. Und dann versuchen sie das natürlich anhand dieser Zahlenmethode da mit den Buchstaben da was rauszufischen. Aber kommt aber auch wieder nur Quatsch bei raus. Auch bei Geminit Jung. Ne? Aber es ist auch irgendwie schön, dass da ist auch schön, dass die älter geworden sind und offensichtlich das Internet und Bildprogramme ein bisschen selbstbewusster bedienen können. Mal so ranzoomen und googeln, das klappt jetzt besser. Das sind ja mittlerweile sind sie ja Digital Natives, waren sie ja früher noch nicht. Ja. Aber es funktioniert halt nicht. Und dann kommt Justus halt auf die geniale Idee, dass man Zeichen nehmen soll und nicht halt Buchstaben, weil dann gehören ja auch Leerzeichen mit dazu. Ja, mega gut. Voll gut. Ja, er erklärt das ja mit dieser Druckvorlage, dass es früher so war, dass es ja Buchstaben Drucke waren aus Blei. Und dass da häufige Buchstabenkombinationen quasi sozusagen. Genau, sowas SCH, ST, CK, sowas in die Richtung. I, vermutlich, ja. Ja, so. Und natürlich auch Leerzeichen. Und es ist spannend, im Buch ist es anders. Da suchen sie diese Villa tatsächlich im Villenviertel und finden sie nicht und merken dann, aha, die ist abgerissen. Und hat aber Bob die Idee, ins Heimatmuseum zu gehen. Erinnert mich an, gibt's nicht mehr. Genau, ja, ähnlich, ja. Dann hat Bob die Idee, ins Heimatmuseum zu gehen. Da finden sie tatsächlich diese alte Tafel von dieser Villa. Mhm. Barbara stößt dort auch zu ihnen, aber auch Jones und Schulin. Ja, das hat man aber ja nachher nochmal, ne? Also sie sagen nachher, dass sie die Informationen aus dem Museum haben. Ja, was ich nämlich dann nämlich schön fand, wo ich mir dachte so, das ist mal schön, dass man da verschiedene Wege der Informationsbeschaffung hat. Sie haben das aus dem Museum und sie haben es aus dem Internet. Toll. Und jetzt ist es so, die können die natürlich nicht offen verkloppen, Julian und Jones, weil da auch noch andere Besucher sind, aber die können sie festhalten und sagen, ihr geht hier mal nicht. Ne? Wir überlegen uns was. Und Barbara nämlich dann einen alten Koffer nimmt, der da rumsteht und den gegen so eine Glasvitrine schmeißt. Ja. Und dann geht natürlich Alarm los, kommen Wärter, und dann sagen die Wärter... Kommen die Gnome? Ja, dann sagen die Wärter... Alarm! Jetzt versuch. Alarm! Dann sagen die Wärter, wer war das? Und Barbara sagt, ich und die zwei. Zeit auf Julin und Jones. Ja, die haben mir geholfen. Und die Wärter, dann nehmen wir euch jetzt mal fest und alle anderen hauen jetzt ab und schmeißen die drei Fragezeichen raus. Und so können die entkommen. Genial. Selbstlos und clever. Genial. Und das ist nochmal, das ist jetzt wichtig, deswegen habe ich es erwähnt, weil das nochmal zeigt, dass Barbara natürlich, die hat was drauf. Ja? Das ist nur im Hörspiel, haben sie es rausgeschnitten. Ja. Schade. Ich finde, die kommt aber auch so einfach irgendwie sehr tough. Die kommt auch ein bisschen älter, rüber, piffig. Ja, aber gut. Mit dieser Idee von Justus wird die Nachricht entschlüsselt. Mhm. Wobei ich da auch die Schlussfolgerung jetzt so ein bisschen seltsam fand. Ne? Also jetzt haben sie dann den besten Freund in den Tod und alle sind total begeistert. Das ist eine ganz klare, einfache Botschaft. Ja, ist es weiß auch. Ich jetzt nicht. Nee. Ja doch, der Komplize, angeschossen, tot. Bei denen tue ich es in die Gruft. Ja. Aber ganz, ich meine, so leiten sie es dann auch her, aber ich hätte da jetzt schon irgendwie, also müssen wir da nicht doch mal um die Ecke Bogen denken. Meinen Besten. Ja, mein Pfeilflug gegen Westen. Ja, aber. Eine Festung schnell, sag's laut. Klar, aber genau da bist du natürlich richtig, Stefan. Ja. Einfach das große Finale auf dem Friedhof, super Papagei-Atmosphäre zum Greifen nach. Ja, es ist auch eigentlich, und natürlich, das ist vielleicht so, es ist kein Kritikpunkt. Es ist ganz, ganz leicht, denke ich, der letzte Teil, der geht natürlich, also für mich hat das Buch zwei Teile, ne? Ja. Bis zum Einbruch und Palimpsest entschlüsseln und dann auf der. Wo Jones auftaucht. Und dann auf der Suche nach dem Schatz. Das sind die zwei Teile. Und der zweite Teil nimmt natürlich ganz schön schnell Fahrt auf. Ja. Und da geht vielleicht ein bisschen Stimmung so verloren, die vielleicht auf so einem nächtlichen Friedhof noch etwas deutlicher hätte sein müssen. Oder die Museumsszene hätte ich gerne oder gehabt. Oder im Museum. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist auch wirklich das
alte nostalgische Ohr, was auch dann so eine Szene im Superpapagei anders hört. Ich meine, wir haben nun mal irgendwie die Fanfilme gemacht und da haben wir uns dann auch gewundert, wenn man es in Bilder packt, wie schnell da alles geht. Und auch da wird eine große Atmosphäre auch nicht ausgepackt, sondern das entsteht halt irgendwie nostalgisch. Hätten wir dieses Buch in einen Film gepackt, dann hätte ich mir aber diese Szene, wo Shaolin da ihr Kunststück vorstellt, aber mal extrem witzig vorgestellt. Ja, das stimmt, das hätte man gut machen können. Da hätte es wahrscheinlich eine extra Arbeitsgruppe für kreative Verrenkungen gegeben. Aber klar, es ist irgendwie, es geht halt schnell. Es ist halt auch Hörspiel und das geht immer irgendwie dann schnell. Ja. Und sie sind halt auf dem Friedhof. Und was die cleverste Idee immer ist, ist, sich aufzuteilen. Ja. Ja, das hab ich auch gedacht. Nein, steck deinen Kopf nicht in das schwarze, komische Loch. Peter hat dann auch diesen kurzen Anflug von, das muss halt in der Rolle sein, so einmal, jetzt bin ich alleine. Das dauert auch nur eine Sekunde, weil dann hat Bob auch schon wieder mal Bob, dann den richtigen Ort gefunden. Was mich wundert, ist, sowohl schon, also da auch, sie haben irgendwie überhaupt keinen Respekt vor einer tötenden Chinesin und einem rumpeitschenden Indiana Jones. Ja. Die haben irgendwie nicht den gebührenden Respekt. Ja. Naja, sie sind... Also, muss denen ja klar sein, dass die da auch auftauchen werden. Ja, wobei im Buch, glaube ich, ist es so, dass sie glauben, dass die noch festgehalten werden. So, und deswegen sich in Sicherheit wiegen. Ne? So. Ja. Aber du hast recht, Hanno, es kommt relativ wenig. Also Justus muss immer noch Bein wehtun. Ne? Dieser Moment von wir haben Angst, wir sind da körperlich unterlegen, die haben Waffen und bedrohen uns, das stimmt. Vor allem die wenig Skrupel. Sind die sehr, sehr abgeklärt. Ja, sie haben, ja, stimmt. Vor Hygiene haben sie mehr Schiss, ne? Ja, und das geht mir so ein bisschen verloren dann an der Stelle. Also ich finde, die könnten ein bisschen mehr Schiss vor denen haben, weil das wäre schon berechtigt. Da läuft einer mit einer Peitsche rum und er hat auch Justus schon erwischt. Ja. Wenn es nur eine Bemerkung gewesen wäre, also so, was machen wir denn, wenn Jones kommt oder so, ne? Aber das geht halt auch alles, glaube ich, in dieses Abenteuerfilm-Ding oder so, da hast du auch nicht Zeit für Schiss. Also wenn du bei diesen klassischen Motiven bis hin zum Trash bleibst, da findet wenig Schiss statt. Da findet dann Action statt. Ne? Wenn ich mich dann so, also es soll ja scheinbar auch an so Klassiker anknüpfen. Ja. Ne? Und wenn ich mir dann so diese klassischen Bösewichte angucke oder auch nicht dann wirklich Bösewichte, wie zum Beispiel so ein DeGro, ja, der macht wirklich Angst, fand ich. Also finde ich auch jetzt noch. Naja, die hauen ja auch richtig ab und so. Ja, richtig, aber auch wenn der DeGro dann da sitzt, ne, und die mit dem Messer bedroht, ne, und sagt so, und kein Gedonder, sonst werde ich böse. Ja, so, das macht Angst. Oder auch so ein Mr. Randua, der dann da mit seinem Spazierstock sagt, und ihr werdet mich anrufen und so. Da kommt ganz anders der Respekt drüber. Und da kommt jetzt so ein Trashiger Jones und die sind alle so, ja, pff, dann lass den mal kommen mit seiner blöden Peitsche. Deswegen verstehe ich natürlich, popkulturelle Referenz. Okay, und dann entscheidest du dich als Autor. Ja. Popkulturelle Referenz oder cooler Bösewicht? Weil ist ja nicht als Bösewicht gebucht, ne? Ja, aber du hättest es ja auch jetzt Mutter Beimer nehmen können, weil es lustig ist. Und hättest sagen können, aber die ist böse und kommt mit einem Kochlöffel. Aber du willst doch, wo kommt denn jetzt Mutter Beimer auf einmal her? Ja, als Beispiel für die popkulturelle Referenz. Ja, aber wir reden hier über Indiana Jones. Die kannst du ja nicht mit Mutter Beimer. Nein, ja, von mir aus, dann kommt da von mir aus Jar Jar Binks vorbei. Ja, also. So, und ist böse. Ne? So. Ich bin sie nicht einverstanden mit deinen Vergleichen da gerade. Ja, aber ich meine, du kannst dich halt entscheiden, ne? Popkulturelle Referenz oder einen guten Bösewicht. Und das hat diese Folge halt verschwitzt. Der Bösewicht ist nicht wirklich. Ja, du musst so böse. Ja, du musst das Augenzwinkern mitgehen können. Wenn du dich da mit einer Ernsthaftigkeit dran festbeißt, dann hast du natürlich verloren. Ja, klar, ich sag's ja nur. Ja, wobei doch, man hätte vielleicht auch beides hingekriegt. Nein. Doch. Nein. Aber so, jetzt versauen wir uns ja hier nicht das Finale. Ja, Atmosphäre, Friedhof. Wir sind in Gruft. Nachher ganz schnell in einer Gruft. Ja, erstmal werden sie vor der Gruft gestellt von Jones und Shulin und sie wollen ja abhauen. Ja, und ja. Soweit ich weiß, ihr hört auch den Knall, ne? Und Bob ruft irgendwas. Denkt ihr auch, dass der den am Hals
Ich denke, der hat den mit der Peitsche am Hals und zieht den so zurück, weißt du? Irgendwie so. Okay, so klingt das für mich. Irgendwie. Auf das jeden hat Fall. Vielleicht jetzt mehr mit dir zu tun. Ah, oh, mein Gott. Ja, du hast es gerade auch nicht leicht, aber es ist... Und Julin haut ja, glaube ich, Peter um oder so. Ja, das wir wissen es nicht. Auf, die drauf. Also, auf jeden Fall liegen sie nachher ganz schnell alle auf dem Boden, glaube ich. Ja. Ne? Aber ihr geht da jetzt, also das ist doch total schön gemacht. Die entdecken diese Gruft und da ist dann ein Eingangs, da ist da so ein Hebel und die überlegen noch, dürfen in diese Gruft rein und das ist das Grabschändung und machen da mal so ein bisschen Räuberleiter und spinksen da rein und entdecken, die Gruft hat eigentlich noch so Nischen mit heiligen Figuren. Und dann geht es da so eine Treppe runter zu den eigentlichen Gräbern. Das ist ein Mausoleum im Prinzip. Also schon, ne? Da wird ja schon, werden ja schon so Bilder irgendwie gestaltet und dann kommt BÄM, die Peitsche. Ja, ist schon geil. So, das ist schon, also ich muss mich hier wirklich auch über Gebühr für diese Folge gerade in die Bresche werfen, aber... Nein, das ist schon, das stimmt schon. Ich gebe ja alles. Ja, machst du gut. Ist jetzt auch nicht die beste Folge der Welt, aber Leute. Ja, Sebastian, du hast ja angefangen mit, ich hätte mir Shishi gewünscht. Shishi. So auf dem Friedhof. Naja, auf jeden Fall tatsächlich... Ich bin sie begeistert. Ist es natürlich spannend, wenn sie dann über diese... Begeistert sein, du musst. Sie kriegen erst diese Gruft nicht auf, ne? Und dann gelingt es aber doch. Und sie gehen dann rein in diese Gruft und stellen fest, haben sie von außen schon festgestellt, dass da eine Treppe nach unten führt. Und dort gehen sie dann in Geiselhaft von Indiana Jones und Shulin, Tomb Raider. Von Tomb Raider. Diesmal wirklich Tomb Raider. Stimmt. Wie passend. Gehen sie da rein, so, ne? Und die sind stinksauer jetzt und ja, und da sollen die dann den Ignazio suchen, also diesen Typen, diesen Komplizen. Ja, die sollen das Grab öffnen. Ja, und erstmal suchen, ne? So. Ja. Und sie zwingen dann die drei, als sie ihn gesehen haben, den Sarg zu öffnen, aber der ist zugenagelt. Und die Schulin tritt ihn dann auf. Ja. Mit so einem Roundhouse-Kick, Rapauz. Das ist vielleicht nicht nur pietätlos, sondern auch ein bisschen drüber. Und das ist jetzt dann der Justus. Also der das nenne als ich mal pietätlos. Im Buch ist das ein bisschen ausgefuchster. Da legen die nochmal rein, schlagen denen die Taschenlampen aus der Hand. Dann ist es dunkel erstmal und dann gibt es da kleine Schlägerei. Patsch. Und das Spiel auch. Und aber vorher schon. Und Justus tut dann auch so, als wäre er ein. Das kommt im Hörspiel später, genau. Ja. Und da ist es aber so, da gibt es noch. Dann. Justus tut so, als wäre er ein Geist. Da nähert sich die Schulin, nähert sich einem Sarg und Justus macht so. Nicht wirklich. Doch, und sie weiß genau, wo sie hintreten muss. Ja, toll. So in die Das Richtung, macht mir jetzt die ganze Folge kaputt. Naja, egal. Und es ist aber so, sie hören ein Poltern von oben, während sie da versuchen, also während Schulin den Sarg da zu Klump haut, ne? Mhm. Und vermuten, dass die Platte zugefallen ist, ne? Diese, diese die Tür im Prinzip. Die Tür, diese Metallplatte. Ja. Und dann gibt es dieses Gerangel, was du gerade erwähnt hast, und dann ist die Taschenlampe kaputt und sie sind erstmal vermutlich im Dunkeln in der Gruft eingesperrt. Das ist natürlich auch eigentlich so eine geile klaustrophobische Idee, die aber auch nur für 5 Sekunden hält. Ja, die ist im Buch etwas ausgeweiteter. Und wäre die richtige Musik dazu. Ja, aber was sollen sie denn reden? Also das ist natürlich das auch war schwer, dein Dungeon-Soundtrack, ne? Auf jeden Fall geht's sehr schnell, wenn sie sehen dann Licht, das runterkommt und Peitsch ruhig zu. Nein! Das passt doch gerade so gut. Er kann erzählen, ich mache Dungeon-Musik, ist doch alles schön. Ja, aber Julien fragt sich, Moment, jetzt müssen wir nochmal. Du machst das aber auch wirklich gerne, ne? So, dann erzähl du, wie es zu Ende geht. Du darfst mir so ein Spielzeug auch nicht in die Hand geben. Hast du auch einen Rasierapparat-Sound an dem Ding? Nein. Verdammt. Nein. Nein, Stefan, bitte. Ja, also es ist so, dass nach diesem Gerangel, das dann entsteht, weil da fällt ja natürlich auch nochmal die Taschenlampe zu Boden, es ist alles im Dunkel und sie sind eingeschlossen, was aber nicht lange währt, weil schon bald darauf Bob oder sonst irgendjemand entdeckt von weitem ein Licht. Also das muss ja eine Riesengruft sein. Ne? So. Und es kommt Barbara und Inspektor Cotta.
Und Schulin, ganz monoton, verdammt, wie kommt ja. die Polizei hierher? Ja. Ne? Wo ich denke, sag mal, der, ja. Mit dem Auto? Hätte ja, ich jetzt mal also, gedacht. War die auf dem Sprung gerade? Also es war, ist sehr monoton, oder? Finde ich. Ja, da ist halt überhaupt kein Widerstand. Die sind einfach für den Moment erstmal ruhig. Ja, ist ja auch dunkel. Ja. Und ja. es kommt halt heraus, dass Peter die Barbara heimlich auf dem Laufenden gehalten hat, ne, weil sie ihn so bedrängt habe. Und da fragt man sich dann jetzt natürlich schon, wenn es Kelly wirklich gibt, sollte sie davon erfahren oder nicht? Tja, ja, so. Dichtest du jetzt aber was hin. Im Buch ist es so, da hat die Barbara, war erstmal allein da, hat das mitgekriegt und hat diese Platte zugemacht, ja, weil sie nicht wusste, was sie machen soll. Mhm. Weil sie Angst hatte, dass die abhauen und hat dann den Inspektor Cotta angerufen. So, ja. Dann macht es auch Sinn, weil es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, dass diese Platte erst zugeht und dann kommt die Polizei irgendwie so. Ja, mach mal zu, damit wir sie wieder aufmachen können. Ne? Ja, irgendwie so. Und also, was von hier wisst ihr, Sheldon? Eins, zwei, achso. Also im Buch ist es eigentlich so, da liegen wahnsinnig viele Särge jetzt halb offen da und auch ein halber Arm und so. Ja, ah ja. Oh, ja. Ja, weil da natürlich Mörder das Gerangel war. Das ist auch im Buch eine richtige Schlägerei-Szene, ja, okay. die da die ganze Gruft auseinandergenommen. Ja. Was jetzt auch nochmal. Gehört Frage der Arm aufwirft. Jetzt zu der Leiche oder? Ach komm, ist doch egal. Störung der Totenruhe, ne? Muss man jetzt auch nochmal so überlegen. Und was mich gewundert hat, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Jetzt Särge in der Gruft, die da stehen die da offen rum in so einer Gruft? Ich denke, die verfaulen doch auch, oder? Särge. Nee, natürlich stehen die ja nicht offen. Ja. Nee. Die sind zu. Normalerweise sind die zu. Nein, aber stehen also, die Särge einfach so da rum, meine ich, geschlossen, ja. aber als solches, als Sarg. Ja, ja, also mein letzter Besuch in der Gruft ist lang her, ich erinnere mich nicht. Ja, aber da sind doch nicht mehr so ein Sarg überlebt auch keine 120 Jahre, oder? Und doch so Holz, ja sicher. Ja, wenn du das trocken hältst, wenn das da nicht nass ist, wie Sau. Ja, ich meine, guck mal hier, wir sitzen da auf dem Speicher, wir haben hier Holzbalken, wie alt werden die sein? Aber ich meine, innen drin wird es doch verwest. Ich war eher irritiert, weil ich hatte eher so diese Gruft, für mich war das alles aus Stein, deswegen fand ich, also eher aus so Steinsärgen, deswegen fand ich, dass die Schulinda irgendwie mal eben gegentritt, noch absurder. Das ich hatte, nicht, machen, mal, ich hatte ja. nicht mal die Bilder, dass da Holzsärge sind, sondern für mich war das alles massiver Stein. Das würde ja Sinn machen. Der verfault auf jeden Fall nicht. Nee. Ja. Aber der bräuchte ein Abflussloch, ne? Nee, das verdunstet. Für den Leichensaft. Das verdunstet. Lecker, schön. Aber ja, der Justus ist aber da auch relativ hart im Nehmen. Der packt da nämlich dann auch mal rein. Ja. Und sagt auch so schön, dass er hier unterm was? Unterm Oberschenkel. Unterm Oberschenkel was gefunden hat. Krabbelkiste und zack, 50 Juwelen. Im Hintern. Ja, im Lederbeutelchen. Ja. Ne? So, ja, wer weiß, wo das war. Ne? So, ne? Wo er so, oh, guter alte Ignazio. Aber da auch Justus wieder total inkonsequent. Ne? Der pumpt die Barbara an, wie blöd. Und jetzt hat er dir gebührt, die Ehre, da erst reinzugucken. Wahrscheinlich ist er so versifft. Weißt du? Ja. Ah, der ist ja doch voll eklig. So hier, du kriegst die Ehre, hier mal reinzugucken. Das könnte sein. Ja, aber das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen shit so, ne? Also Justus kommt überhaupt nicht auf die Idee, weil normalerweise ist ja Justus immer der heimlich vorher schon mal Cotta Bescheid sagt. Ja. Damit er sie dann im letzten brenzligen Moment retten kann. Und hier kommt er jetzt überhaupt nicht auf die Idee, dass das Sinn machen könnte, ne? Ja. Nee. Weil, wer soll denn kommen, ne? Der ist da eh irgendwie extrem milde. Ja. Bestimmt jetzt gegen das Ende. Stimmt schon. Ja, es geht dann damit weiter, dass Justus ja aber noch das letzte Geheimnis eigentlich wissen will. Er will ja noch wissen, warum sind die Verwandten nicht draufgekommen irgendwie so. Ja, ja, und ne? Jones sagt, sag ich dir nicht. Ja, wieso auch. Ja, richtig. Bin ich bescheuert. Ja. So. Und der Cotta verspricht vollmundig, dass wenn er das macht, dass es natürlich vor Gericht sich ausweitet. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber danke Cotta, also das ist ja nett, ne? Ja, und da erzählt er, dass die Familie damals so beschämt war nach diesem Raub, dass sie einfach weggezogen sind und dass sie dieses Pergament, dass sie Geld brauchten und das Pergamentbuch hat der Pergamentmacher wieder in Zahlung genommen. Und das hat der Jones quasi über Briefe erfahren, aber dass der Jones, der jetzige Jones,
wusste, dass der Hinweis sich im Pergamentbuch befindet. Das bleibt irgendwie so offen. Ja, ne? So. Ja. Ja, vielleicht hat er einfach nach allem Möglichen gesucht, was irgendwie früher mal in dem Besitz gewesen ist. Ja. Ja. Genau, weil, woher soll man wissen, dass da eine Nachricht drin steht? Das ist ja von alleine. Ja, ich meine, es ist ein Buch. Nicht, ne? Ja. Also, wenn irgendwo eine Nachricht drin steht, ja, dann da. Also ganz klar. Ja, ist doch klar. Weil das ja klar ist. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es dann zu Ende, weil sie haben alles. Sie haben diesen uralten Juwelenraub aufgeklärt. Einer, der nicht mal von den Verwandten des Täters quasi nochmal geklärt werden konnte. Und wo nach 120 Jahren die Beute endlich aufgetaucht ist. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der größten Funde der drei Fragezeichen. Ne? 50 Juwelen, teilweise irgendwie fingernagelgroß. Ja, das ist schon viel. Wenn wir jetzt mal so rechnen, was sagen wir, also das geht auf jeden Fall schon in eine Million. Ne? Da hätten sie auf jeden Fall, wenn sie die behalten hätten. Ne? Ausgesorgt gehabt. Aber was ich dann wirklich doof finde am Ende, ist dieser Quatsch mit dem vierten Fragezeichen. Ne? Ach so, ja. Ach so, ja. Also das ist halt wirklich auch einfach so drüber. Auch wenn die jetzt irgendwie geholfen hat, aber weiß ich nicht, das ist so. Vor allem, dass auch Peter dann sagt, aber nur ausnahmsweise. Ja. Weil er müsste sich doch am ehesten für Barbara stark machen. Und der Justus müsste sagen, aber nur ausnahmsweise. Ja. Also. Ja, es soll halt für einen Abschlusslacher sorgen, ne? So, aber ich hast recht, ich finde es auch echt ein bisschen drüber. Und beim gefiederten Schrecken machen sie fertig. Hat sich dann was mit Viertes Mal was heißt, ne? Sie machen sich nicht fertig, aber sie sind halt am Anfang doch irgendwie, nehmen sie sie nicht so ganz für voll und sind irgendwie überraschend nochmal so misstrauisch und kühl irgendwie. Ja. Wo ich dachte, irgendwie, wenn das vierte Fragezeichen anruft und sagt, ich habe einen Fall für euch, hätte ich so ein bisschen mehr Begeisterung und Freundlichkeit erwartet. Irgendwie. Aber den gut. Podcast so nennen sollen. Das vierte Fragezeichen, so ganz bescheiden. Ja. Hätten wir nicht. Ja, gut, aber ich meine, klar, der Inhalt ist erzählt. Ja. Und wie fandet ihr die Folge so? Ja, also. Gar nicht so schlecht. Ich hab mich ja noch ziemlich zurückgehalten mit meiner Bewertung. Ich fand auch den ersten Teil, wie du, Stefan, ein bisschen schwierig. Gerade so mit diesem Einstieg, mit diesem Jahrmarkt, da habe ich mir gedacht, so, uiuiui, ich finde meistens so diese Jahrmarkt-Folgen irgendwie, oder, nicht so cool. Dann aber zum Ende hin wird es stark, finde ich. Die Legende der Gaukler. So. Ja, auch nicht so toll. Und dann ganz zum Ende hin, finde ich, wird es wieder ein bisschen zu flott erzählt auch. Da merkt man, da galoppiert es ein bisschen weg. Aber ich finde es schön, dass sie nochmal so dieses klassische Rätsel lösen. Und ich finde genial diese Gartenzaunmethode. Das hat mich voll weggehauen, fand ich klasse. Ja. Also ich muss mich bedanken bei unserer Hörerin, weil ich die ganz anders abgespeilt hatte, die Folge. Und über diesen zweiten Teil tatsächlich diese Folge wertschätzen gelernt habe. Da ist, wie du sagst, Hanno, man merkt, der möchte da anknüpfen, der Christoph Dittert. Und das macht er auch gar nicht schlecht. So, das Buch ist auch runder nochmal, wie oft dieses Hörspiel. Ja. Im Hörspiel ist immer schwierig, die Umsetzung. Aber ich hatte mir, als es hieß, wir machen das, habe ich gesagt, oh ne, hatte ich keinen Bock und fand die dann doch ganz gut, muss ich sagen. Aber die zweite Hälfte, die erste Hälfte gibt mir nach wie vor auf den Sack. Und ich werde sie nicht hören, weil schon bei Udo Lindenberg steige ich aus. Das ist einfach so. Das ist der zweite Satz. Ja, also genau, ich finde halt, es ist halt eine schöne Rätselidee, es ist ein super Teamwork der drei Fragezeichen. Ich finde, die funktionieren da total gut, gleichberechtigt als Team miteinander. Es sind schöne, klassische Ideen da drin. Ich finde die Sprecher toll, bis auf die Schulin. Ne, ja. Irgendwie. Und klar, dass da jetzt Indiana Jones in Person mitspielt. Und Tomb Raider. Ja, also ich glaube, die Story und die Rätsel und diese Juwelengeschichte drumherum, die hätte genauso funktioniert, wenn du jetzt Indiana Jones und seine Peitsche da rausgelassen hättest. Die hätte sogar besser funktioniert. So. Da bin ich zu Hannos Meinung. Ja. Ein ordentlicher Bösewicht hätte dieser Folge gut getan. Ja. Klar, das muss man halt, also da bin ich auch nicht super, weiß ich nicht, also das nehme ich so augenzwinkernd mit und ich liebe Indiana Jones und ich fand, die haben das irgendwie nett gemacht, dass es irgendwie der Originalsprecher sich da die Ehre gegeben hat und mit dieser Figur so spielt. Aber das nimmt dem Ganzen natürlich so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit.
Da haben sie mit Sicherheit alle die Spannung. Spaß gehabt. Spannung ist da nicht groß drin. Also Rätselspannung ist da schon so ein bisschen drin, aber ansonsten... Es muss ja aber schon der Autor des Buches das darauf angelegt haben. Also es muss dann, ist ja nicht auf dem Mist der Hörspielleute gewachsen. Ne? So, die haben das einfach komplettiert. Jetzt frage ich mich, war der dann, hat er gewartet, bis das aufgenommen wurde und ist dann auch gekommen, weil er endlich mal die Synchronstimme von Indiana Jones kennenlernen wollte. ich hab's geschafft. Naja. Ja, so. Aber es ist halt, ich finde, das Timing ist total gut, die Dialoge sind eigentlich total gut, also das ist so von den neueren Folgen eine, klar, man kann sich darüber streiten, aber es ist irgendwie eine gut gemachte Folge. Ja, nee, also es ist, gibt schlechtere, also ich bin wie gesagt sehr dankbar, weil ich die nochmal von einer ganz anderen Seite sehen durfte. Ich habe aber trotzdem noch ein paar Quizfragen. Ja, brauchst du rein. So, ich meine, ihr wisst sie sowieso, aber nicht nachgucken. Mal schauen. Also, das wisst ihr auf jeden Fall. Wie heißt das Hotel in dem Indiana? In dem Joe. Wie heißt das Zimmer? Das Zimmernummer? 908. Richtig. Okay. Wie alt ist das Buch? 115 Jahre? 120? 120 Jahre. Ja. Okay. 120, okay. Wie heißt der Komplize von dem... Ach komm, Jack, das ist doch so ein total sperriger Ignacio Name. Irgendwas? Ja. Ignacio. Saramango, ja. Aber Salamanca. Das jetzt, ich hab hier Caramago. Caramango. Caramago. Caramago. Okay. Ignacio. Ja. Ignacio Caramago. Salamanca. Und dann wäre noch gewesen, in welcher Folge kommt Barbara noch vor, aber es hat ja der Sebastian Schreck. Entschuldigung. Ja. Ich finde das aber Mensch, trotzdem schön, dass aber du an deinen Quizfragen festhältst. Ja, ich wollte da so eine Preisausschreibungsfrage draus machen, aber naja, egal. Naja, siehst du. Also, und was hätt's gegeben? Ich auf meiner übrigen Kassetten, die ich auf den Flohmärkten sozusagen. Oh, dann müssen wir das vielleicht beim nächsten Mal noch machen. Ja, vielleicht gucken wir mal. Vielleicht weiche ich euch früher ein. Ja, Charakter der Folge, habt ihr einen? Ja, ich zieh's durch. Schulin. Nein, aber... Indiana Jones. Richtig, Alan Jones. Also, ich liebe diesen Sprecher, ich liebe diesen Charakter. Mhm. Ja. Ja. Ja, da müsste man Fairness halber ja auch Barbara auch sagen, weil die es ja auch nicht schlecht macht. Tanja Geke heißt sie. Mhm. Spielt ultra viel. Ich habe mal die Liste angeguckt, wo die überall mitgespielt hat. Dass die überhaupt Zeit hat, drei Fragezeichen zu machen. Okay. Ja. Für mich ist Charakter der Folge Bob. Ja. Ich finde, der macht da das Zugpferd. Der bringt die ganzen Infos ran. Ja. Der ist total helle und auf Zack. Also für mich auf jeden Fall in der Folge des Königs Fragezeichen. Ja, ohne Bob wäre das nicht... Justus, also wie Justus ist irgendwie nicht so besonders clever in der Folge, finde ich. Also ne, auch so wie er irgendwie... Die Barbara so. Beim Kotknacken reicht, ne? Ja, genau, aber ansonsten so wirklich die Arbeit an der ganzen Sache macht Bob. Ja. Der hält sich halt irgendwie so ein bisschen vornehm zurück. Ich weiß nicht, ob das dieses gute Teamwork ist, dass er in der Folge da irgendwie. Nicht die ganze Zeit. Nicht dominiert, nur sein Ego pusht und alles weiß und selber machen will, sondern erstaunlich gut lassen kann. Ja. So? Ja. Ja, er ist halt, er ist die treibende Kraft. Er gibt ja nicht auf. Ne? Er will ja unbedingt das Geheimnis kriegen. Aber er schafft es ja letztendlich, weil es hauptsächlich mit Recherchearbeit zu erledigen war. Ne? Und da ist natürlich Bobs Paradedisziplin. Ne? Das stimmt, ja. Also ich denke auch, dass eigentlich Bob, finde ich, Charakter der Folge ist. Zitat? Du hattest schon eins, Sebastian? Ja, jetzt ist die Hose offen. Ah. Ja, da kommt man natürlich auch nicht mehr drüber. Super. Hast du eins? Ja, ich finde, das ist aber günstig. Ja. Von Peter, wo er... Also ich habe Justus, wo er da ganz empört ist über Schulins Karate-Attacken gegenüber dem Sarg und sagt, das nenne ich mal pietätlos. Das finde ich so das Zitat der Folge. Ich finde, dass es bei den neueren Folgen immer schwieriger ist, ein Zitat zu finden. Ne? Weil irgendwie... Also ich fand es jetzt einfach, weil diese kleine Szene so schön versteckt. Ich kenne die neueren Folgen ja auch nicht so auswendig. Bei den älteren Folgen, da habe ich 100 Tausende von Wortfetzen, die ich sofort im Kopf habe. Ja. Bei den neuen halt nicht. Ne? Deswegen ist das da mit den Zitaten für mich schwieriger. Ja, das war sie. Wir hoffen, dass wir Katrin oder Catherine einen Gefallen getan haben mit der Folge 160.
Wenn ihr Ideen habt, was wir besprechen sollen, immer her damit. Wir werden sie nicht immer berücksichtigen. Jetzt hat es sich irgendwie angeboten, weil wir alle so ein Fragezeichen auf dem Kopf hatten, als es hieß 160. Ja, so. Mal sehen, wo uns die nächste Folge hinführt. Das werden wir jetzt im Anschluss geheim besprechen. Ja. Wir danken für eure Aufmerksamkeit, für diejenigen, die normalerweise ihre Jogging- oder Arbeits- oder Einkaufs- oder Putzrunden an unsere 2-Stunden-Folgen festmachen. Ja. Ja. Genau. Denen müssen wir sagen, wir müssen euch enttäuschen. Wir sind heute unter 2 Stunden knapp, aber... Wir sind aber auch noch nicht fertig, Stefan. Und ansonsten hoffe ich, mir obliegt das Schlusswort und gucke in die Runde. Ja, vielen Gerne. Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, kommentiert weiter so fleißig. Es macht einen Riesenspaß, zu eure Meinungen zu hören. Und bis dahin alles, alles Gute.